Jede und jeder darf da sitzen, wo sie möchte. Nur ich sollte in der Mitte sitzen. So, dann schönen guten Abend. Vielen Dank an Publix, dass wir zu Gast sein dürfen. Bevor ich meine Gäste vorstelle, würde ich kurz ein paar Worte sagen wollen, weshalb wir diese Veranstaltung heute so geplant und konzipiert haben, wie wir das eben tun oder getan haben. Es gibt viele Diskussionen über die Art der israelischen Kriegsführung in der Region, insbesondere in Gaza, und auch Deutschlands Unterstützung der israelischen Regierung in dieser Situation. Es hat in letzter Zeit sehr viele Veranstaltungen oder mehrere Veranstaltungen gegeben zur Bedeutung der Staatsräson, zur Geschichte und Ausgestaltung der deutsch-israelischen Beziehungen, auch zur medialen Berichterstattung, zur medialen Repräsentation der von diesem Krieg und Territorialkonflikt Betroffenen, also der Opfer, ebenso wie der darin Kämpfenden, der israelischen Armee, der Hamas, anderer militanter palästinensischer Gruppen und auch der Hisbollah. Es wäre zu reden über die eigentliche Bedeutung der Staatsräson und die Haltung der Bundesregierung, ebenso wie beispielsweise über die Verwendung des Terrorismusbegriffs, über internationales Recht und seinen Bruch sowie seine Beugung, über die Konsequenzen der Haltung des Westens für eine regelbasierte Weltordnung oder die Folgen für die deutsche Glaubwürdigkeit in der Welt. Ich weiß nicht, ob wir das alles heute Abend schaffen werden, aber damit wir möglichst viel davon schaffen, würde ich jetzt meine Gäste kurz vorstellen und dann steigen wir direkt ins Gespräch ein. Auch damit noch genügend Zeit bleibt für einen Austausch, Unterhaltung zwischen meinen Gästen und Ihnen und euch als Publikum. Ich wünsche uns in diesem Sinne einen spannenden und hoffentlich auch lehrreichen Abend und bitte Sie darum, gemeinsam mit mir zu begrüßen, die Rechtsanwältin, Bundesministerin der Justiz außer Dienst, langjährige Abgeordnete des Deutschen Bundestages, während dieser Zeit auch Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und langjährige Vorkämpferin für einen internationalen Strafgerichtshof, Professor Dr. Hertha Deubler-Gmelin. Vielen Dank. Dann haben wir zu meiner Rechten die Nahost-Expertin, lange Jahre Mitarbeiterin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, seit vielen Jahren auch immer wieder in der Region unterwegs, auch länger zu Studien und Forschungszwecken dort gewesen, unter anderem auch bekannt aus der einen oder anderen Rundfunksendung sowie als Buchautorin, Dr. Muriel Asseburg. Und zu guter Letzt, ganz außen, haben wir den Richter am Kosovo-Sondertribunal in Den Haag, und Inhaber der Professur für Straf- und Strafprozessrecht, Rechtsvergleichung, internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Universität Göttingen, Professor Dr. Kai Ambos. Und tatsächlich, ich würde gerne mit einer Frage an Sie, Herr Ambos, beginnen, nämlich würde ich Sie gerne darum bitten, uns einen kurzen Überblick zu geben über die wichtigsten anhängigen Verfahren im Zusammenhang mit der Situation im besetzten palästinensischen Gebiet und in Israel. Und als zusätzliche Bitte, könnten Sie dabei auch kurz auf das im Juli veröffentlichte Gutachten des Internationalen Gerichtshofs eingehen, das unter dem Titel veröffentlicht wurde, rechtliche Konsequenzen der Politiken und Praktiken Israels im besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems. Und Herr Ambos, ich sag das jetzt, was ich schon im Vorgespräch gesagt habe, und ich sage das jetzt auch vor dem Publikum, nicht um gemein zu sein, aber einfach zur Erinnerung, ich kann Ihnen dafür nicht 20 Minuten Redezeit gewähren. Bitte. Ja, vielen Dank für die Organisation, für die Vorstellung. Wir haben, ich konzentriere mich jetzt auf die wichtigsten, gleich mal als Einstieg, die wichtigsten Verfahren. Es gibt ja zwei internationale Gerichte in Den Haag, Internationaler Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof, die man streng unterscheiden muss, auch wenn sie räumlich relativ nah beieinander sind.
Und vor dem Internationalen Gerichtshof, also dem Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen, haben wir ein sogenanntes streitiges Verfahren Südafrika gegen Israel wegen des Vorwurfs des Genozids im Gazastreifen. Da wurden drei Anordnungen erlassen im Rahmen der sogenannten Provisional Measures. Das ist ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren. Wir haben parallel als Ergänzung diesem Verfahren die Klage Nicaraguas gegen Deutschland, die ja jetzt wieder eine gewisse Aktualität bekommt, weil die Bundesregierung die Waffenlieferung nicht nur wieder aufnimmt und auch auf Kriegswaffen, explizit Kriegswaffen erweitert, sondern erhöht. Und Nicaragua hat eben Deutschland vorgeworfen, dass es Beihilfe leisten würde zu diesem behaupteten Genozid Israels. Und in diesem Verfahren sind allerdings die einstweiligen Maßnahmen vom Gerichtshof abgelehnt worden. Aber das Verfahren ist entgegen dem Antrag von Deutschland nicht von der Liste gestrichen worden. Das bedeutet also, dieses Verfahren ist weiter anhängig und wird wie auch das Verfahren Südafrika-Israel in die Hauptsache gehen. Wir werden wahrscheinlich in 2-3 Jahren eine Hauptsache-Entscheidung haben. Dann haben wir bei diesem gleichen Gericht die von Riad schon erwähnte Advisory Opinion, dieses Gutachten. Ja? Also die Gutachten macht der Internationale Gerichtshof, wenn die UN-Generalversammlung, insbesondere die UN-Generalversammlung nach der UN-Satzung, das Gericht um ein Gutachten bittet. Vor über 20 Jahren hat die Generalversammlung den Gerichtshof schon gebeten, zum Bau des sogenannten Sicherheitszauns, in der englischen Sprache heißt die Entscheidung The Wall, also wie die Pink Floyd, das kennen Sie, die Älteren unter Ihnen, Pink Floyd Platte. Also ist auch interessant, weil in Deutschland, wenn man sagen würde Mauer, das wäre schon zu viel Anti-Israel, aber jedenfalls The Wall heißt die Entscheidung 2004. Das war ein Gutachten zur Frage, ob die Mauer gegen Völkerrecht verstößt, und der Gerichtshof hat schon damals gesagt, vor 20 Jahren, die Mauer verstößt gegen Völkerrecht, weil sie unter anderem deshalb, weil sie in Gebieten verläuft, die eigentlich Palästina zugesprochen werden. Wenn Sie Israel kennen, wenn Sie die Westbank kennen, Muriel kennt sie natürlich aus dem FF, ich kann Ihnen das bestätigen, dass das eben über die Linie, die 67 festgelegt ist, die ignoriert hat. Das war einer der Gründe. Also damals hat schon der Gerichtshof das entschieden. Und jetzt 2024 in dem Gutachten, und das ist sozusagen das ist ja viel besprochen worden, auch im Verfassungsblock, wir haben ein großes Symposium gemacht mit Kollegen aus Israel, Palästina und anderen Ländern. Das Revolutionäre, was ist das Revolutionäre jetzt an diesem Urteil? Also es sind eigentlich zwei Sachen, die sind ganz zentral, auch gerade für Deutschland. Das erste ist, der Gerichtshof hat die Besatzung an sich als rechtswidrig bezeichnet, und zwar mit dem Argument, dass die zusammengenommenen Verletzungen des Völkerrechts, zum Beispiel durch die Besiedlung, ja, zum Beispiel durch die Ausbeutung der Ressourcen, das darf eine Besatzungsmacht nicht, die müssen ja der lokalen Bevölkerung zur Verfügung stehen, zum Beispiel durch die Nichtverwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser, also wenn man sagt Bildung eines Staates, aus all diesen Verletzungen, die der Gerichtshof explizit prüft und dann bejaht, sagt er, in dieser Kumulation führt das zur Rechtswidrigkeit dieser Besatzung. Und er sagt, und das ist der Punkt, der uns beschäftigen müsste, also da kann man ja nochmal drüber diskutieren, also als Deutschland, jetzt ich bin ja kein Regierungsvertreter, aber die müsste die Regierung beschäftigen und auch die Europäische Union, die Folgen, die Legal Consequences, die Rechtsfolgen für andere Staaten, also erstmal natürlich für Israel selbst, da sagt er eben, ihr müsst abziehen, as soon as possible, as rapidly as possible. Und dann gibt es eben Folgen für Drittstaaten, und das sind natürlich besonders Staaten, die Israel unterstützen, also die USA, Deutschland und so weiter. Non-Recognition, Non-Cooperation, Non-Assistance dieses Besatzungsregimes und auch Rechtsfolgen für internationale Organisationen. Da sagt er explizit Vereinte Nationen, er nennt auch zwischenstaatliche Organisationen, Europäische Union, Organisationen afrikanischer Staaten. Und Sie wissen vielleicht, dass die UN-Generalversammlung aufgrund dieses Gutachtens schon eine Resolution verabschiedet hat, die
können wir gerne darüber sprechen. Deutschland hat sich enthalten in dieser Abstimmung. Und das war quasi eine Umsetzung der IGH, des IGH-Gutachtens. Und da hat eben die UN-Generalversammlung, die natürlich auch, muss man sagen, jetzt nicht bindende Beschlüsse, weil es ist ja nicht der UN-Sicherheitsrat, auch die, das Gutachten ist per se eigentlich nicht bindend, aber es ist natürlich sehr autoritativ und es beziehen sich alle Organe, da könnte ich Ihnen jetzt auch noch Zitate bringen, auch nationale Gerichte natürlich auf so ein Gutachten. Das Verwaltungsgericht Frankfurt kann so ein Gutachten nicht ignorieren. Das ist einfach eine Stellungnahme zum Völkerrecht. Und dann haben wir, jetzt kommen wir, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, zum Internationalen Strafgerichtshof, weil das wäre ja das andere Gericht. Da wissen Sie ja, dass Herr Kahn, der Chefankläger, der jetzt ja ein sehr, finde ich, sehr ein gutes Interview im Spiegel gegeben hat, was ich Ihnen zur Lektüre empfehle, vor schon jetzt längerer Zeit einen Antrag gestellt hat auf Haftbefehle gegen 5 Personen, auf israelischer Seite Herrn Netanyahu und Verteidigungsminister Gallant und auf israelischer Seite 3 Personen, die inzwischen tot sind. Insofern ist dieses Verfahren quasi hinfällig. Also dieser Antrag geht an eine Kammer von 3 Richtern und diese Kammer hat noch nicht entschieden, was auch daran liegt, dass man erlaubt hat, dass Staaten in diesem Verfahrensstadium, müssen Sie sich das vorstellen, für die Juristen unter Ihnen, das ist ja ein frühes Verfahrensstadium, wo man Haftbefehle beantragt, man ist im Ermittlungsverfahren und da hat man jetzt erlaubt, erstmals in der Geschichte des Internationalen Strafgerichtshofs, dass Staaten amicus curiae submissions machen können, also Stellungnahmen und schon das stört einige in der Community, also in der Völkerrechtsgemeinschaft, weil die sagen, wieso macht ihr das? Das ist eigentlich ein Ex-parte-Verfahren, also das ist eigentlich ein Verfahren, was nur stattfindet zwischen den Beteiligten, in dem Fall eben zwischen den Möglichen, gegen die Haftbefehl ergeht und dem Gerichtshof und der Anklagebehörde. Und dadurch, dass die Staaten, die Engländer fingen an, lustigerweise unter der Tory-Regierung noch, und dann haben die Tories ja verloren, und Labour hat dann den Antrag zurückgezogen, aber die Engländer haben eigentlich angefangen mit der Submission, und dann ist das wie so ein Schneeball gekommen, und dann hatten wir irgendwie plötzlich 30, 40 Staaten und private Personen, NGOs aus Israel, aus der arabischen Welt, auch einige Academics, und Deutschland hat da eben auch eine Stellungnahme abgegeben. Und das hat zu Verzögerungen geführt, denn normalerweise, wenn Sie zum Beispiel an den Fall von Herrn Putin denken, da hatten wir einen Haftbefehl innerhalb von wenigen Wochen. Ja, also wir haben normalerweise in diesem Verfahren zwischen dem Antrag des Staatsanwalts, der ja schon sehr substantiiert sein muss, weil da muss schon dringender Tatverdacht vorliegen, bis zur Entscheidung des Gerichts ist das Wochen, maximal 2, 3 Monate. Und im Fall Israel kriegt man auch immer die Fragen von den Journalisten, wann kommt eigentlich diese Entscheidung, weil das schon sehr lange gedauert hat. Und einer der Gründe jetzt ist eben, dass die Staaten da und andere Stellungnahmen abgegeben haben und dass natürlich alles gelesen werden muss und dass die Kammer jetzt auch verarbeiten muss. Und man muss noch eins sagen, vielleicht dieses Strafverfahren, da geht es ja um ein Strafverfahren. Es geht also um die individuelle Verantwortlichkeit der besagten Personen, von denen, wie gesagt, nur noch 2 am Leben sind, nämlich die beiden israelischen genannten Personen, während es bei dem Internationalen Gerichtshof ja um Staatenverantwortlichkeit geht, ja, also um die Verantwortlichkeit der Staaten, zum Beispiel des Staats Israel, der Staat Deutschland. Und das sind keine neuen Verfahren, das ist ganz wichtig. Der 7.10.2023 hat natürlich sehr viel verändert. Ich möchte auch mal sagen, ich habe schon 3 Tage nach dem 7.10. eine Erklärung mit Völkerrechtlern aus Israel unterschrieben, wo wir die Taten der Hamas als Verbrechen gegen die Menschheit, Kriegsverbrechen, das können Sie lesen im Netz, aber dann habe ich auch geschrieben, 10 Tage später, kein Blankoscheck für Israel, also keine bedingungslose Unterstützung, sondern wir müssen das Völkerrecht achten. Aber wichtig ist, dass das alles nicht neu ist, ja, diese juristische Seite des Ganzen. Wir hatten schon vor dem 7.10. diese ganzen Verfahren. Wir hatten ja 2004 die berühmte Mauerentscheidung. Wir hatten beim Internationalen Strafgerichtshof seit die Situation Palästina, wie wir das nennen, Situation of Palestine, ist er seit fast 10 Jahren dort anhängig. Also schon von der Vorgängerin von Herrn Kahn, Fatou Bensouda aus Gambia, die hat damals schon gesagt, wir haben einen Tatverdacht für Verbrechen im Westjordanland und im Gazastreifen
Und zwar nicht nur von israelischen, also IDF, Israeli Defense Forces. Sie wissen ja, im Gaza gab es ja immer wieder Konflikte und es gab an dem Zaun gab es Auseinandersetzungen. Und es gab schon damals Ermittlungsverfahren wegen Kriegsverbrechen und auch wegen anderer Taten im Westjordanland. Insofern muss man wissen, dass das geht oft heute so unter, als ob die Welt sich total geändert hätte mit dem 7.10. Natürlich war das ein massiver Einschnitt für Israel vor allem, das ist klar. Aber die juristische Grundproblematik, die geht ja letztendlich auf 1948 zurück, Gründung des Staates Israel, Balfour Declaration. Da könnte man auch noch, muss man also in den gesamten Zusammenhang setzen. So viel erstmal. Danke. Ich würde gerne ganz kurz einen Punkt aufnehmen, den Kai Ambos gemacht hat, und das ist in Bezug auf die Verpflichtungen von Drittstaaten, die sich aus dem Rechtsgutachten ergeben. Du hast gesagt, keine Anerkennung, keine Unterstützung und dann aber andersrum auch die Verpflichtung zu kooperieren bei der Beendigung des Unrechtszustandes, der Besatzung. Es sind jetzt schon erste Stellungnahmen dazu erschienen. Die Commission of Inquiry hat sich dazu geäußert. Es ist jetzt ein Papier erschienen von Diakonia, die versuchen, klarer herauszustellen, was heißt das konkret. Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu sehen, dass ganz konkrete Rechtsfolgen, zum Beispiel für die Bundesregierung, dadurch entstehen. Erstens, alle Beziehungen, die wir mit Israel haben, darauf abzuklopfen, ob dadurch die Besatzung vertieft wird, ob sie weiter gefestigt wird und wenn das so ist, dann das zu unterlassen und andersrum zu überlegen, wie können wir beitragen zu einer Beendigung der Besatzung, die eben durch den IGH as soon as possible gefordert worden ist. Was es genau heißen kann, betrifft ganz viele unterschiedliche Bereiche. Und ich denke, das ist wichtig im Kopf zu behalten, was da alles reinfällt. Ja, ein Punkt ist ganz sicherlich die Frage von Siedlungsprodukten. Bislang ist es ja so, dass nach europäischem Konsens Siedlungsprodukte in Deutschland auch gekennzeichnet werden sollten. Das ist regelmäßig nicht der Fall. Aber es wird letztlich dem Konsumer, dem Verbraucher und der Verbraucherin überlassen, kaufen wir das Produkt dann oder nicht. Und die konsequente Schlussfolgerung daraus zu sagen, nicht nur die Siedlungen sind illegal, die Besatzung insgesamt ist illegal, wäre zu sagen, nein, diese Siedlungsprodukte dürfen gar nicht eingeführt werden in die EU und damit natürlich auch nicht nach Deutschland. Ich denke auch, ein Punkt, der sehr wichtig ist, ist die Frage von Waffenlieferungen. Wir werden da sicher noch ausführlicher drüber sprechen. Ganz eindeutig geht meiner Ansicht nach aus diesem Gutachten hervor, dass Waffen, die eingesetzt werden, um die Besatzung aufrechtzuerhalten, nach diesem Urteil rechtswidrig sind, dass sie also nicht geliefert werden dürfen. Es geht aber darüber hinaus, denn es geht auch um die Kooperation mit Firmen in Siedlungen, aber nicht nur in Siedlungen oder mit Firmen, die Dienstleistungen erbringen. Letztlich alles, was dazu dient, die Besatzung zu verfestigen. Und da wird es sehr, sehr tricky, weil es sehr schwierig ist, auseinanderzuhalten, mit welchen Firmen, mit welchen israelischen Firmen man dann überhaupt kooperieren kann, weil fast keine Firmen in Israel so klar unterscheiden zwischen ihrer Arbeit, ihren Investitionen in Israel und den in den besetzten Gebieten. Und deshalb ist es tatsächlich mühsam, das rauszufinden, und es braucht Mechanismen, wo sehr klar festgehalten wird, welche Firmen sind wo engagiert, wo fließen Gelder hin, auch aus Investitionsfonds, Rentenfonds und so weiter. Und es könnte noch viel weiter gehen. Ja? Also die EU spricht ja jetzt über nicht nur Sanktionen gegen gewalttätige Siedler, wie sie schon verhängt worden sind, sondern eben auch über Sanktionen gegen die Politiker innen,
in dem Fall Politiker, die verantwortlich sind für den Siedlungsbau und die das Siedlungsprojekt vorantreiben. Und auch hier stellt sich die Frage, ist das nicht die logische Schlussfolgerung eigentlich aus dem Rechtsgutachten, wenn man verpflichtet ist, auf das Ende der Besatzung hinzuwirken, dann auch solche Sanktionen zu ergreifen? Da mache ich erstmal einen Punkt. Möchten Sie dazu was ergänzen, Frau Däubler-Gmelin? Sonst hätte ich eine Frage an Sie. Mir ist es völlig egal. Ich darf nur noch Frau sagen, die Frau Asseburg hat mich natürlich die ganze Zeit angeguckt, jedes Mal, wenn sie eine Forderung an die Bundesregierung gestellt hat. Das ist verständlich. Aber ich muss hinweisen, dass es gelegentlich auch Leute gibt, die nicht zu der Mehrheitspolitik gehören. Aber ich meine, völlig klar, ich fand es unheimlich interessant. Aber Sie fragen, was Sie fragen möchten. Danke, ich versuche das. Ich würde tatsächlich gerne einen Moment beim Internationalen Strafgerichtshof und diesen Haftbefehlen verweilen wollen. Also Herr Amboss hat das ja schon gesagt, drei davon sind sowieso obsolet geworden, weil diese drei Führungsfiguren der Hamas durch die israelische Armee ohne rechtsstaatliches Verfahren getötet worden sind. Und jetzt sind diese zwei verbleibenden Haftbefehle quasi in der Schwebe. Das Auswärtige Amt oder die Bundesregierung hat damals auf dieses Ersuchen um die Haftbefehle ja damit reagiert, dass es gesagt hat, die gleichzeitige Beantragung von Haftbefehlen für Führungsfiguren der Hamas, genauso wie für Kabinettsmitglieder der israelischen Regierung, erwecke den Eindruck einer Gleichsetzung. Und Sie, Frau Däubler-Gmelin, haben dann im Mai der Zeitschrift IPG ein, wie ich finde, eben bemerkenswertes Interview gegeben. Ich möchte gerne daraus zitieren. Sie sagten damals, als rechtsstaatliche Demokratie sollten wir uns vor Doppelstandards hüten. Wir sollten viel mehr dazu beitragen, den aus politischen Interessen geschürten Argwohn gegen die Qualifikation, die Integrität und die Unabhängigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs, den Chefankläger und die Richterinnen und Richter auszuräumen. Und mit Blick eben auf diesen Quasi-Vorwurf des Auswärtigen Amtes an Den Haag der Gleichsetzung, sagten sie, die Behauptung der Gleichsetzung ist ein unzutreffender, ein politischer Vorwurf. Und um Politik geht es beim Internationalen Strafgerichtshof nicht. Dort geht es nachprüfbar um internationales Recht. Das sollten alle, auch Regierungsstatements, berücksichtigen, es sei denn, sie wollten den Internationalen Strafgerichtshof schwächen. Sie haben sehr lange für die Schaffung eines solchen Strafgerichtshofs gekämpft. Sie haben mir das erzählt im Vorgespräch. Seit den 1970er Jahren haben Sie sich dafür engagiert. Wie würden Sie denn das deutsche Verhältnis auch vielleicht in dieser historischen Perspektive zu diesem Internationalen Strafgerichtshof beschreiben? Und wie würden Sie es beschreiben, wenn es um Israel und die Palästinenser und Palästinenserinnen geht? Versucht denn die Bundesregierung im Moment, den Strafgerichtshof zu schwächen? Also erstmal finde ich den Artikel, den ich geschrieben habe, richtig. Und er ist übrigens nicht ganz neu. Gell? Nee, das war im Mai. Sie können Vergleichbares auch lesen beim Einmarsch der Amerikaner in den Irak 2003 und in der Vorbereitungszeit. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die juristische und die politische Seite, dass man die wirklich auseinanderhalten muss. Und ich glaube, das, was die Bundesregierung zurzeit tut und was sie da in Bezug auf den Internationalen Strafgerichtshof gemacht hat, ist einfach nicht in Ordnung. Und der Punkt auch bei dem IGH, wenn ich jetzt noch mal darauf zurückkomme, passiert ja wieder das Gleiche. Warum musste die Bundesregierung sich an der Amicus Curiae-Geschichte, das war auch ICC, warum musste sie sich da beteiligen? Da hat es überhaupt keinen Zwang dafür gegeben. Und vielleicht in einem Punkt noch zu dem, was Herr Amboss sagte. Der 7. Oktober war natürlich ein wahnsinniger politischer Schock für die Israelis. Ich glaube, das kann man nicht hoch genug einschätzen. Ich selber gehörte ja zu der Wischnewski-Kommission, bevor Rabin ermordet wurde, und habe da versucht, auch noch im einen oder anderen da die Zwei-Staaten-Theorie durchzusetzen, wieder ein Punkt, der überhaupt nicht gelungen ist, und war deswegen sehr viel und jedes Mal immer in Israel
in der Westbank, in Ramallah und in Gaza. Und sie konnten ja schon lange kommen sehen, wie der Hass auf allen Seiten wächst. Und übrigens keineswegs nur in Gaza, sondern auch in Sderot oder in den anderen Gebieten, die natürlich auch ungeheuer geplagt waren. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass die Hamas das, was sie macht in Gaza, auch wohl nach dem, was ich weiß, die Hisbollah im Libanon, dass die in der Tat auch Zivilpersonen als Schutzschilde benutzt. Nur da dieses jeder weiß, es weiß jeder, auch die Israelis wissen das, interessiert mich, ob daraus, und das ist jetzt der IGH, ob die Völkermordkonvention nicht doch in solchen Fällen anwendbar ist, wenn hier die Vorfälle so sind, wie sie jetzt sind. Das, ich meine, die Völkermordkonvention, Herr Ambos, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, verlangt eine direkte Absicht, eine Ethnie oder eine Gruppe umzubringen. Ob das beweisbar sein wird, habe ich große Zweifel. Aber die Frage, was passiert eigentlich, wenn man weiß, unter Krankenhäusern gibt es eine Einrichtung, die ich treffen will. Ich kriege sie nur dann, wenn ich das Krankenhaus zerstöre und damit nicht nur riskiere, sondern dokumentiere, dass ich unglaublich viele Zivilisten, schutzwürdige Menschen, völlig klar Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, umbringe. Ob das dann trotzdem nicht unter den Begriff der direkten Absicht fällt, ist einer der Punkte, die ich also, was den IGH angeht, eigentlich sehr in Frage stelle. Zu der Mauer. Ich meine, jeder, der in Israel war, kann eigentlich das Wort Zaun nicht benutzen. Das muss man eins, und das sind eine Mauer, wenn die Berliner Mauer so hoch gewesen wäre, hätten wir hier nicht nur gesagt, Herr Gorbatschow, öffnen Sie die Mauer, sondern ganz anders das gesagt. Nein, das ist so. Man muss das einfach mal sehen, was sich da auf der Trennlinie Israel-Palästina und in Palästina und in Ost-Jerusalem, das zu Palästina gehört, was sich da durchzieht. Aber jetzt zu den anderen Punkten von Frau Asseburg. Ich glaube, das mache ich lieber nachher, ja? Weil sonst wird es zu viel. Ist Ihnen das recht oder soll ich da weitermachen? Das ist mir sehr recht. Gut, okay. Ich komme ja auch aus Baden-Württemberg. Ja, ja, eben. Wollt hier jemand darauf reagieren? Noch auf? Ja? Vielleicht, ich will mal auf reagieren auf etwas, was Sie gesagt haben. Weil Sie sagten jetzt, ohne rechtsstaatliches Verfahren. Das ist jetzt kategorial nicht richtig, wenn ich Sie da verbessern darf. Weil bitte. Sie sind ja in einem bewaffneten Konflikt, okay? Das ist ja unumstritten. Also das ist ein Non-State Actor, wir nennen ihn Hamas oder Hisbollah und zwischen dem Non-State Actor, vielleicht auch zwischen dem Libanon, wenn man Hisbollahs Taten dem Libanon zurechnet, und Israel gibt es einen bewaffneten Konflikt. Das heißt, wir sind nicht mehr im sogenannten Friedensrecht. Ja? Wir sind nicht da, wo wir hier sind, ja? Jetzt in Berlin oder in Deutschland. Es ist kein Frieden. Wir sind da, wo wir in der Ukraine sind, nämlich in einem bewaffneten Konflikt. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir nicht zwei Staaten haben, Ukraine gegen Russland, sondern wir haben eben einen nichtstaatlichen Akteur, die Hamas, die diesen konkreten Konflikt, diesen heißen Konflikt, so kann man es ja sagen, ausgelöst hat, und dann die Hisbollah und natürlich noch Iran, da sind es dann wieder Staaten. Auf jeden Fall wichtig ist, es ist ein bewaffneter Konflikt, und für diesen bewaffneten Konflikt, für diesen Rechtsbereich haben wir ein ganz, ganz anderes Regime. Ja, wir haben ein ganz anderes Rechtsregime, das nennen wir das Recht des bewaffneten Konflikts. Manche nennen das auch humanitäres Völkerrecht, was man vielleicht als Euphemismus bezeichnen kann, weil dieses Recht ja erlaubt, Menschen zu töten. Ja? Und deswegen kann man, ich muss das jetzt alles ein bisschen verkürzen, man kann Menschen töten, die Kombattanten sind im internationalen Konflikt und de facto Kombattanten oder Fighter im Fall eines nicht-internationalen Konflikts. Der Standard ist die Active Participation in Hostilities. Und die drei Personen, die jetzt Israel getötet hat, da kann man allenfalls bei Hania Zweifel haben, weil man davon ausgehen kann, dass die Hamas einen militärischen Arm hat und eine politische Organisation ist und er ja im Iran war, also jetzt nicht direkt gekämpft hat in dem Moment,
Aber man kann auch bei ihm sehr gute Argumente dafür machen, dass er zu dieser Hamas gehört und damit zu einer Organisation, die eine Armed Group ist, bekämpft werden kann und damit auch getötet werden kann. Bei den beiden anderen ist der Fall glasklar. Israel durfte die töten. Deswegen ist die rechtsstaatliches Verfahren irrelevant. Da gibt es kein Verfahren, sondern wir sind eben im bewaffneten Konflikt und genauso wie natürlich, und das ist die andere Seite, die Kehrseite, natürlich auch der Adversary, also der Iran, und das kommt natürlich hier mal zu kurz, natürlich auch Israel angreifen darf nach den Regeln des Kriegsvölkerrechts. Natürlich dürfen die keine zivile Ziele oder die Hisbollah, das ist ja die Kritik an Hisbollah, dass man sagt, die schießen einfach indiscriminately da ihre Raketen ab und die Israelis sagen ja, das ist ja der Unterschied, wir machen targeted killings, wir sind gezielt. Darüber kann man jetzt faktisch streiten, ob das so ist, aber der Angriff an sich in einem bewaffneten Konflikt gegen Kombattanten, gegen militärische Ziele ist ja zulässig. Und dann muss ich nochmal auch das jetzt gerade nehmen als Chance, dieses andere Missverständnis oder dieses, was in der deutschen Medienlandschaft, in der ganzen politischen Diskussion immer wieder kommt, nämlich der Begriff des Terroristen. Dieser Begriff ist irrelevant für diese Situation. Ja, das ist kein rechtlich relevanter Begriff im bewaffneten Konflikt. Der Begriff des Terroristen ist ein Begriff, der ohnehin problematisch ist. Das wissen alle Strafrechtler hier im Raum, weil wir gar nicht genau wissen, was ein Terrorist ist. Wir haben nicht mal eine universelle Konvention, die den Begriff definiert. Aber wenn, kann man ihn auch nur anwenden im Frieden. Also zum Beispiel Baader-Meinhof, ja? Oder ETA oder IRA. Das sind terroristische Organisationen. Und wenn wir im Frieden sind, da ist Frau Däubler-Gmelin ja Zeitzeugin, dann bekämpfen wir die rechtsstaatlich dadurch, dass wir die Leute festnehmen, wie die RAF, vielleicht Stammheim und so weiter, Kontaktsperre gesetzt, dann sind dann so Problemfälle, aber jedenfalls wäre da die Tötung eine extralegale Hinrichtung, eine außergerichtliche Hinrichtung. Das machen wir im Rechtsstaat eben nicht, sondern wir machen da ein rechtsstaatliches Verfahren und am Ende werden die dann verurteilt und in Deutschland möglicherweise zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Und wenn ein Staat die Todesstrafe hat, wie die Amerikaner, dann zu einer Todesstrafe. Das wäre auch eine zulässige, wenn sie rechtsstaatlich erfolgt ist, Verurteilung. Und der Begriff der Terroristen wird also falsch gebraucht und er wird auch so ein bisschen gebraucht, um die Diskussion abzuwürgen, weil man damit den Gegner ja letztendlich diskriminiert. Also man sagt ja, das ist ein Terrorist, ja, wie man sagen würde, das ist ein Antisemit, das ist ein Islamhasser, das ist ein Rassist, und damit ist die Diskussion zu Ende. Aber eigentlich ist das sachlich nicht geboten, denn die Frage ist, ist es ein Kombattant? Das ist die Frage im Recht des bewaffneten Konflikts. Ist es ein formaler Kombattant, weil er Mitglied der israelischen Armee ist, Mitglied der russischen Armee, Mitglied der ukrainischen Armee, Mitglied der Bundeswehr? Oder ist es ein de facto Kombattant, der Zivilist, der eine Waffe in die Hand nimmt? Ja, wenn morgen hier Russland einmarschiert, ja, und wir würden alle anfangen, jetzt wir Zivilisten Waffen in die Hand zu nehmen, dann werden wir Fighter, dann werden wir active participate in hostilities und dann können wir abgeschossen werden, dann verlieren wir unsere Immunität. Das ist also die einzige Frage und nicht die Qualifikation. Das mögen Terroristen sein, weil die EU das so will oder wir sagen, Hamas ist eine terroristische Organisation. Das ist ja eine politische Entscheidung. Die Welt sagt das ja nicht, muss man mal sagen. Also die arabischen Staaten sagen natürlich nicht, Hamas ist eine terroristische Organisation. Die 190 Staaten plus der Welt sagen es auch nicht. Ist ja auch egal. Nennen Sie die Terroristen, aber das tut nichts zur Sache. Die juristische Frage ist, wen ich töten darf. Und auch bei Nasrallah, Hisbollah-Chef. Die ganz, ganz spannende Frage ist, darf man Putin töten? Ja? Also legal töten, ja? Zulässigerweise, weil es ein Armed Konflikt ist. Darf Zelensky getötet werden? Also der Oberkommandant der Streitkräfte. Das ist dann eine Frage, ist das der effektive Commander? Wie ist es eigentlich in Deutschland? Wer hat eigentlich die Funktion? Der Bundeskanzler in Friedenszeiten nicht, sondern der Verteidigungsminister nach der Verfassung. In den USA ist es der Oberkommandierende. In Israel, das habe ich kürzlich mit israelischen Kollegen gesprochen, ist es ziemlich komplex. Es ist nicht der Prime Minister, sondern der Defense Minister. Es ist ein sehr komplexes System. Aber die Frage der Angreifbarkeit der zivilen Führungsstruktur eines Staates ist im Völkerrecht sehr umstritten. Also die Targetability, also die Angreifbarkeit, zulässige Angreifbarkeit. Ja? Oder nehmen Sie Mullah Omar. Also wenn der jetzt da, die Israelis sagen, wir wollen den vielleicht töten, da wäre die Völkerrechtler fragen dann erstmal, dürfen die das? Das würde natürlich einen
Militär nicht fragen, der fragt, können die das? Ja? Und was wir können, machen wir. Und für uns ist es eine Frage der Zulässigkeit, die aber nichts mit dem Begriff des Terroristen oder Terrorismus zu tun hat. Danke für die Klarstellung. Ich meine, was er natürlich noch dazu sagen muss, das ist der Hinweis auch auf die Diskussion in den Medien. Bei uns wird das ja benutzt und es wird dann unterlegt, natürlich mit den Bildern vom 7. Oktober. Und was ausgedrückt werden soll, ist, dass das alles furchtbar schauerlich ist und dass man hier die ganze Diskussion in eine bestimmte Richtung lenkt. Nur darf man dieses, wie ich finde, eben einfach nicht undurchdacht so akzeptieren und schon gar nicht damit verwechseln, als sei das juristisch einwandfrei. Das geht schon überhaupt nicht. Dann, ich hätte aber tatsächlich dann vielleicht an Sie beide noch mal eine Frage, weil es ist ja unstrittig so, in Gaza sind Minimum 2/3 der Getöteten Frauen und Kinder, also offenbar keine Kombattanten. Und ich gehe jetzt auch tatsächlich noch mal ein Stück in der Zeit zurück, wieder quasi ein Zitat, das sich auf Sie bezieht, Frau Däubler-Gmelin, und zwar mit Blick auf den Krieg zwischen Libanon und der Hezbollah 2006. Und das ist aus einem Artikel in der Taz vom 4. August 2006. Ich darf das kurz vorlesen. Nach Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul hat nun auch die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte, Hertha Däubler-Gmelin, Israels Vorgehen scharf verurteilt. Bomben auf Zivilisten, UN-Militärbeobachter und zivile Infrastruktur im Libanon seien nicht nur völkerrechtswidrig, sagte die frühere Justizministerin der Thüringer Allgemeinen. Israels Kriegsführung habe schlimme Folgen. Das war vor 18 Jahren. Wir haben heute auch wieder Bomben auf Zivilisten, die massive Zerstörung ziviler Infrastruktur, mittlerweile 12 Angriffe gegen die UN-Friedensmission im Süden des Libanon. Wir hatten damals am Ende dieser 34-tägigen Auseinandersetzung zwischen Hezbollah und der israelischen Armee 1.100 bis 1.200 getötete Libanesinnen und Libanesen. Heutzutage blicken wir bereits jetzt auf über 2.400 Tote in Libanon, auf 52.000 Tote in Gaza, wenn man die Vermissten mit einrechnet, und eben auf Verwüstungen, die ganz andere Ausmaße haben in Gaza. Und wenn man sich Gemeinden und Dörfer in Libanon, auch im Süden Beiruts, anguckt, dann erinnert das ja schon stark an die Art der Kriegsführung, auch wie wir sie in Gaza gesehen haben. Und zumindest ich kann mich jetzt im Verlauf dieses Jahres nicht daran erinnern, dass irgendeine aktive Ministerin oder auch ein reguläres Bundestagsmitglied oder geschweige denn Vorsitzende des Ausschusses für humanitäre Hilfe und Menschenrechte sich so klar geäußert hätte, wie Sie und auch Ministerin Wieczorek-Zeul das damals vor 18 Jahren gemacht haben. Wir haben weiterhin die Diskussion über menschliche Schutzschilde, und meine Frage wäre, warum ist das denn jetzt so, dass keine klare Position bezogen wird? Das eine ist ja die Frage, wer ist Kombattant, wer ist nicht Kombattant? Dann haben wir die missbräuchliche Anwendung des Terrorismusbegriffs. Wir haben aber sehr viel weniger Empathie in der heutigen Zeit, obwohl die Opferzahlen und die Zerstörungen sehr viel verheerender sind. Was hat sich denn in Deutschland verändert aus Ihrer Sicht? Also wenn Sie mich jetzt als erstes ansprechen, dann müssen Sie auch da wieder den Unterschied zwischen Juristerei und Politik machen. Das Problem ist, Sie können heute jeden dritten Satz der Außenministerin hören, man müsse das Völkerrecht einhalten. Aber zu mehr kommt es halt nicht. Und das ist ja genau das, was wir alle ziemlich traurig finden. Also ich finde es eigentlich unerträglich. Einfach deswegen, weil die Situation, so wie Sie geschildert haben, ich will mich jetzt nicht auf die Zahlen einlassen, und meine Freunde, die in Haifa im Keller sitzen und Angst haben, an die denke ich auch. Gell? Also von daher gesehen ist das alles noch viel schlimmer. Übrigens, ich habe gerade heute Nachmittag noch mal die Rede der Hochkommissarin für Menschenrechte vor dem dritten Ausschuss jetzt während der Generalversammlung und auch von Herrn Türk durchgelesen. Die rügen dieses auch. Und zwar auch das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Angriffe gegen die Beobachtermission, also UNIFIL, sehr deutlich, völkerrechtswidrig. Und dazu werden wir, glaube ich, einer Meinung sein, Herr Ambos. Und der zweite Punkt auch, die Angriffe gegen Hilfsorganisationen, die als solche kenntlich sind. Auch dieses
ist überhaupt nicht vom Völkerrecht gedeckt. Und ich hätte schon ganz gern, dass man da sehr deutlich drauf eingeht, auch von Seiten der Bundesregierung. Also ich würde etwas differenzieren. Also man muss erst, ja, das ist schwierig, das ist mein Problem in solchen Veranstaltungen, weil die Sachen sehr komplex sind. Also zumindest das ist die Message, die ich hier mitgeben will. Sie müssen zwei große Sachen unterscheiden. Die eine Frage ist die globale Frage des Selbstverteidigungsrechts. Das ist der Wald, so kann man das schön beschreiben. Ein Staat hat ein Selbstverteidigungsrecht, wenn er angegriffen wird, auch beim Non-State Actor, das seit 11. September akzeptiert. Das ist nicht so banal, wie es hier wieder immer getan wird. Unsere Politiker sagen ja unisono, automatisch das Selbstverteidigungsrecht Israels. Aber so banal ist die Sache nicht. Aber lassen wir das mal, das ist so. Okay, wir haben Selbstverteidigungsrecht. Im Rahmen dieses Selbstverteidigungsrechts, da stören wir Nachbarn, im Rahmen dieses Selbstverteidigungsrechts gibt es eine Grenze, die im Englischen umschrieben wird mit necessary and proportional, also im weiteren Sinne kann man jetzt sagen, ist eine Verhältnismäßigkeitseinschränkung, aber nicht so wie im deutschen Verfassungsrecht diese dreistufige Prüfung. Aber man kann sagen, es gibt eine, das ist unumstritten in der Völkerrechtswissenschaft, dass es eine Grenze der Verhältnismäßigkeit gibt. Und das ist die große Betrachtung. Also was darf ein Staat tun im Rahmen der Selbstverteidigung? Also sozusagen, Sie haben den gesamten Wald. Und dann darf er schon ziemlich viel tun. Das ist fast so wie für die deutschen Strafrechtler. Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. Ne? StGB 32 bei der Notwehr. Der Staat ist ja erstmal im Recht. Der wurde ja angegriffen. Und deswegen darf er ziemlich viel tun. Also er darf jedenfalls den Angriff zurückschlagen. Die Diskussion bei der Ukraine hatten wir ja gerade. Ne? Es ist eben nicht so, dass der angegriffene Staat beschränkt ist auf das eigene Territorium. Natürlich kann der Staat in den anderen Staat hinein, in Russland in diesem Fall, gehen, um dort militärische Einrichtungen anzugreifen. Theoretisch könnten die sogar bis nach Moskau gehen, weil da sitzt ja die gesamte Führung, die diesen Krieg macht. Also dieses Repel the Attack und auch gleichzeitig natürlich kann er auch versuchen, dass das nicht mehr vorkommt im Rahmen dieser globalen Selbstverteidigung. Und dann haben wir aber dieses, das ist das sogenannte Jus ad bellum, dieses Recht zum Kriege, was dann eben verboten ist der UN-Satzung, aber eben bei der Selbstverteidigung hat man dieses Gewaltverbot außer Kraft gesetzt. Und dann haben wir dieses Jus in bello, also dieses Recht in den bewaffneten Konflikten. Das muss man unterscheiden. Und da sind eben die Konfliktparteien, seien es jetzt Staaten oder Nichtstaaten, an die von uns schon apostrophierten Regeln des Rechtes bewaffneten Konflikts zum Beispiel. Also es gibt drei Grundregeln, die Principle of Distinction, ich darf keine zivilen Ziele angreifen, keine Zivilperson, ich muss Precautionary Measures, ich muss Vorsorgemaßnahmen treffen, das ist diese Diskussion über Evakuierungsanordnung der Israelis, da muss man auch mal genauer drüber sprechen, was das genau erfordert und dann auch hier wieder die Proportionality. Aber diese Betrachtung ist Case by Case und das ist das Schwierige, das sind die Bäume des Waldes, ja. Sie stellen sich mal einen Wald vor mit 2000 Bäumen. Diese 2000 Bäume sind 2000 Militäroperationen der Israelis, okay? Jede einzelne Militäroperation, sei es auf eine Schule, auf ein Krankenhaus, auf ein militärisches Ziel, ist ein Baum. Und jede dieser Militäroperationen muss man gesondert betrachten, und zwar auf der Grundlage der verfügbaren Fakten. Und das ist unser Problem. Und die haben wir nicht. Auch nicht in dem Fall von per se zivilen Zielen wie Schulen und Krankenhäuser, die man grundsätzlich nicht angreifen darf, aber eben, wenn sie militärisch zweckentfremdet werden, schon. Also wenn es nun so ist, das haben sie in allen Konflikten, das ist keine Besonderheit, dass eine der Konfliktparteien diese Schule jetzt als einen militärischen Stützpunkt nimmt, ja, oder dieses Krankenhaus, dann darf man sie eben schon angreifen. Das ist ja eine Tatsachenfrage, die wir hier am grünen Tisch nicht beantworten können und schon gar nicht, weil ja niemand nach Gaza reinkommt. Es darf ja niemand rein, außer den Hilfsorganisationen, die da sind. Unser großes Problem ist, wir haben ja keine Fact-Finding-Mission. Und insofern müsste man jeden Fall einzeln beurteilen. Da bin ich sehr vorsichtig, das sind die Fälle, die da immer genannt werden, natürlich World Kitchen. Das ist so ein Klassiker, wo man fast sagen kann, das kannst du gar nicht anders bewerten als ein Völkerrechtsbruch, weil das war so ein eindeutiger Fall. Aber die Situation es geht um die Regel im humanitären Völkerrecht des militärischen Ziels oder des zweckentfremdeten zivilen Objekts. Aber was darf ich da mal noch eine Frage stellen? Ja. Wenn der Fakt so ist, was man ja auch häufiger hört, dass man sagt, im Keller einer Schule, also nicht die Schule als solche,
oder das Krankenhaus als solches wird zweckentfremdet, sondern darunter ist ein Tunnel und da sitzen möglicherweise welche. Dann bin ich der Auffassung, muss doch die Beweisregelung nicht so sein, dass man nachweisen muss, dass die Israelis nicht Unrecht haben, wenn sie bomben, sondern die muss sich halt dann umdrehen. Ja, ja. Da gebe ich Ihnen recht. Das ist nochmal eine andere Frage, Frau Dolemy. Ja. Also die Frage, wer dann jetzt die Beweislast trägt. Natürlich muss der Staat, der angreift, wenn das jetzt vom IGH wäre oder auch in vom ISDGH, müsste der dann, wenn der Netanjahu da mal steht, müsste der Verteidiger, müsste der natürlich die Beweise vorbringen, dass das ein militärisches Ziel war. Aber nochmal der Punkt, wo man eine Grenze ziehen kann. Und da kommen wir wieder auf die Verhältnismäßigkeit. Das ist eigentlich der Kernsatz. Also die Verhältnismäßigkeit ist ja, wie Sie wissen, als Juristin ist das ja klar, das ist ja ein ganz wichtiges Prinzip und in dem Fall zum Beispiel, wenn Sie sagen, Sie haben oben eine Schule oder ein Krankenhaus, was effektiv als solches funktioniert und unten haben Sie Tunnel, dann können Sie natürlich sagen, es ist einfach unverhältnismäßig, dieses gesamte Krankenhaus oder dieses gesamte libanesische Dorf platt zu machen, um dann 3, 4 Mitglieder der Hisbollah oder Hamas-Kämpfer zu kriegen. Man könnte ja auch sagen, was ist der verhältnismäßige Weg, das prüfen wir ja auch bei polizeilichen Maßnahmen, nämlich, ja, da musst du halt reingehen, tut mir leid. Das riskierst du, okay, du musst rein, weißt du, Haus zu Haus, also IDF, geh mal rein, geh mal dahin, geh in den Tunnel. Da riskierst du natürlich das Leben der israelischen Soldaten, es ist viel einfacher zum Bombardieren, Missiles zu schicken, für dich einfacher, ja, aber Collateral Damage ist enorm. Und deswegen kann man schon sagen, dass die Grenze der Verhältnismäßigkeit, also dass viele Völkerrechtler sagen, auch in Deutschland, mit denen ich so im Gespräch bin, die ja eher israelfreundlich sind, ist, die Israelis haben das völlige Verständnis von Verhältnismäßigkeit, das Maß verloren, ja, in dieser Situation. Also da kommen wir immer an diesen Situationen hin, wenn Sie im Libanon sehen, ist ja eine Politik der verbrannten Erde. Warum machen Sie das? Natürlich können Sie militärstrategische Ziele haben. Sie können sagen, ich mache ein Dorf so kaputt, dass da niemand mehr zurückkommen kann, weil die Häuser nicht mehr da sind. Da geht keiner mehr zurück. Und damit wird auch Hisbollah dort nicht mehr hingehen. Aber das ist natürlich unverhältnismäßig, weil ich dann Tausende von Zivilisten, Hunderte von Zivilisten hineinziehe. Ja? Wenn Sie jetzt, nennen Sie mal ein Beispiel, Sie wohnen hier im schönen Kreuzberg, ja? Wohnen in einer großen Wohnanlage, Altbau, ja, und in diesem Haus befindet sich ein Hamas-Kämpfer, ja, oder ein Hisbollah-Kämpfer. Also eine Person, die Sie grundsätzlich targeten können. Jetzt nehmen wir mal an, wir müssen da noch einen bewaffneten Konflikt haben, aber nach den amerikanischen Auffassungen ist das ja worldwide. Ich kann also auch in Deutschland Terroristen, Al-Qaida töten. Das ist natürlich noch ein anderes Problem, aber nehmen wir mal an, wir hätten bewaffneten Konflikt. Die Konsequenz ist, dieses gesamte Gebäude mit 20, 30 Wohneinheiten, das sind ja die Schläge von Israel in Gaza oder auch in Libanon, wird zerstört, um dann 1, 2 Militante zu treffen. Und das ist natürlich aus unserer Sicht dann unverhältnismäßig. Mhm. Ja. Aus Ihrer Sicht als Jurist auch unverhältnismäßig, weil das wäre meine Frage, wie schätzen Sie denn die Kriegsführung ein? Ja, die Politiker hier denken ja, das ist verhältnismäßig. Also ich sage, bei der Großbetrachtung nochmal Wald, können Sie natürlich schon mathematisch operieren, das gilt ja sonst nicht, bei 40.000 plus Toten und 90.000 plus verletzten Palästinensern gegenüber 1.200 toten Israelis und 2.000, 3.000 Verletzten, ja, nach dem 7. Oktober, plus Geiseln. Jetzt, das ist natürlich eine Unwucht, ja, rein von den Zahlen. Und da können Sie natürlich sagen, sonst sagt man immer, es ist keine mathematische Gleichung, weil der Staat, der sich verteidigt, im Recht ist. Aber irgendwann gibt es natürlich einen Tipping Point, wo das Ganze sich umdreht. Und wenn die Zahl so steigt, wenn sie so viele Zahlen haben und wie Sie sagten, wir wissen, dass vielleicht ein Drittel Kombattanten sind, ziehen Sie die ab, dann bleiben ja immer noch 25.000 Zivilisten, also die Sie eigentlich nicht. Und das dann über Collateral Damage. Es wird irgendwann schwierig und wenn Sie es international betrachten, wenn Sie das international mit englischen Kollegen, Amerikanern, das sagt Ihnen jeder, das ist clearly disproportionate. Also das sagt Ihnen keiner, dass das noch verhältnismäßig ist, ja, in dieser Masse. Aber die Einzelaktion, jede einzelne Attacke, müssen Sie einzeln, und da lege ich mich nicht fest, ich kriege ja diese Fragen öfter von Journalisten, da gibt es wieder irgendeine Attacke der Israelis und dann wollen die Journalisten gleich eine Antwort. Ist das jetzt Völkerrechtswidrig? Ich weiß es nicht. Weil ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich weiß,
das ist ja immer das Argument, das kriegen Sie auch in Talkshows dann, wenn Sie sagen, wieso glauben Sie eigentlich dem von Hamas geführten Gesundheitsminister? Ich sage, ich glaube niemand. Ich glaube weder den, aber ich glaube auch der IDF nicht. Das ist der Unterschied. Ja? Also Sie glauben der IDF. Dies ist auch eine Kriegspartei. Ich habe eine Frage diesbezüglich. Also wir gehen jetzt mal weg von der Verlässlichkeit der Zahlen oder auch von der Art der Kriegsführung. Aber was ja doch wahrgenommen wird in der Welt, also was früher wahrgenommen wurde, war, Deutschland hatte ein relativ gutes Ansehen. Es hat bei diesem Irakkrieg, den Sie ja schon erwähnt haben, Frau Döbler-Gmelin, nicht mitgemacht. Es hat sich sehr energisch für die Schaffung eben dieser doch internationalen, auch völkerstrafrechtlichen Gerichtsbarkeit eingesetzt. Es ist bis heute der zweitgrößte Geber des ISTGH in Den Haag nach Japan. Und was die Welt sieht, ist, dass Deutschland versucht, diesen Gerichtshof zu unterminieren. Also das steht doch in völligem Widerspruch zu diesem jahrzehntelangen Einsatz für genau solche Institutionen wie den ISTGH. Also ich würde jetzt nicht sagen, also Ihre These, dass Sie den unterminieren, das würde ich nicht sagen, sondern Sie tun nicht genügend, um ihn zu stützen. Also das ist ein bisschen was anderes. Der Punkt an der Geschichte ist, und das ärgert mich ja so, schauen Sie, wenn Sie das jetzt einmal die Stellung des Internationalen Strafgerichtshofs angucken, dann haben Sie die Amerikaner, die Russen, die Chinesen, die Inder, die sagen, ja, das ist ein Gerichtshof für andere. Gell? Mhm. Das ist schon mal sehr ärgerlich. Wenn dann der Herr Kahn nicht nur einen Haftbefehl, also mit seiner Vorgängerin, die übrigens hingeschmissen hat, weil sie gesehen hat, es ist wirklich sehr schwierig und sie wird persönlich bedroht, da einen Haftbefehl gegen Putin kriegen, das macht dann eine, wie gesagt, richterliche Vorprüfungskammer nach juristischen Aspekten, noch einmal zu betonen. Ja, dann haben sie natürlich, wird er eingeladen dorthin, dann hat er die BRICS-Versammlung in Kasan, selbstverständlich kommen die da alle hin. Und keiner redet darüber, obwohl das sein könnte. Aber das hat mich, wie gesagt, schon geärgert, als da sogar der Sicherheitsrat in Sachen al-Bashir, das war dieser schreckliche Mensch, der da zusammen mit den auf der anderen Seite tätigen sogenannten Rebellenführern im Sudan in Darfur gewütet hat, als man den Haftbefehl gegen die gemacht hat, auch unglaublich fundiert. Ja, da haben alle so in die Luft geguckt und gepfiffen, war da was? Und das untergräbt den Internationalen Strafgerichtshof. Da muss man gucken, dass man ihn stützt. Übrigens die Frage jetzt, dieses Argument der Gleichgewichtigkeit von Netanyahu, Gallant und den anderen, das muss ich sagen, das ist ein Argument, das ist intellektuell nicht nachvollziehbar, um es mal freundlich auszudrücken. Und auf der anderen Seite gibt es da auch noch ein paar andere Sachen, die man hätte so nicht durchgehen lassen dürfen. Politisch gesehen ist der Effekt der, dass Deutschland sich nicht nur in den Bereichen, die traditionell eigentlich mit uns immer sehr gut verbunden waren, ungeheuer isoliert. Und das ist nicht nur also im Libanon so, ich meine, Sie alle werden ja gerade gehört haben, dass unsere Außenministerin wieder dort war und sehr verdienstvoll darauf hingewiesen hat, dass wir ziemlich viel an humanitärer Hilfe leisten, übrigens, glaube ich, sogar mehr als die Franzosen, die sich darum kümmern, und hat sich ungeheuer gewundert, dass sie da nicht mit offenen Armen empfangen wurde, sondern bestenfalls höflich, und dass man ihr nicht gesagt hat, sie soll aufhören mit der Heuchelei, gell? Ist nur der Höflichkeit zuzuschreiben. Und es ist natürlich in den arabischen Staaten genauso, und es wird auf Dauer auch in Israel zu sein, weil dieses ständige, sagen wir mal, wie ich finde, ungerechtfertigte Zusammensehen, dass die Politik von Netanyahu Israel sei, ist einfach falsch. Und das ist nicht nur extrem bedauerlich für Israel, sage übrigens meine israelischen Freunde, die sind da ganz anderer Meinung, aber sie sagen halt auch, es ist die Mehrheit im Moment, steht wohl hinter Netanyahu, und seiner Form der Kriegsführung, wo man da so ein bisschen die Ideologie der Neokons raushört, jetzt können wir es, jetzt machen wir es auch. Mhm. Und auf der anderen Seite weiß doch jeder normale Mensch, dass das auf Dauer
keinen Frieden bringen kann, sondern noch mehr Hass in die nächsten Generationen transferiert, mit dem Ergebnis, dass da an eine friedliche Zukunft eigentlich nicht zu denken sein wird. Also mal ganz abgesehen davon von den Flüchtlingsströmen, die man natürlich wieder in Gang setzt. Ich hätte noch eine Frage zum ISTGH, aber ich glaube, die spare ich mir für später, weil wir nicht so viel Zeit haben. Gut. Weil ich wollte, Muriel, dich tatsächlich etwas fragen. Du bist seit langer Zeit in der Region unterwegs, du bist auch auf beiden Seiten der grünen Linie nicht nur sehr eng vernetzt, sondern ne, auch in, hast Kontakte in Syrien, in Ägypten, in Libanon und so weiter und so fort. Und ich wollte dich jetzt doch nochmal fragen, weil die Wahrnehmung ist eben in anderen Teilen der Welt schon die, dass Deutschland sich von dieser internationalen Gerichtsbarkeit abwendet oder versucht, Israel dort durch juristische Interventionen, eben Amicus Curiae, Briefe zu schützen. Was ist denn, ist dieser Flurschaden denn schon abzusehen? Weil ich höre das von politischen Stiftungen, von anderen NGOs, dass tatsächlich Partner sich von der Bundesrepublik abwenden aufgrund dieser politischen und eben auch zum Teil juristischen Positionierung. Also ja, ist so. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich ziemlich komplex und es betrifft nicht nur die Frage der internationalen Gerichtsbarkeit. Bei der internationalen Gerichtsbarkeit fällt wirklich die Eigenwahrnehmung. Die Bundesregierung sagt ja, sie macht diese Briefe, um genau internationales Recht einzuhalten, um es zu unterstützen. Und die Außenwahrnehmung völlig auseinander, nämlich da die Wahrnehmung doppelte Standards. Es geht darum, Israel abzuschirmen vor strafrechtlicher Verantwortung für sein Handeln. Und ich glaube, was wir uns vielleicht oft nicht so klar machen, ist, dass das auf eine Situation fällt in weiten Teilen des globalen Südens, wo Menschen auch mit Regierungsverantwortung der Ansicht sind, vielleicht zu Recht, dass das heutige Machtgefüge nicht mehr, nee, dass das Machtgefüge, was nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert worden ist, nicht mehr der heutigen Situation entspricht, dem heutigen Machtgefüge und dass es nicht gerecht ist. Und viele denken, dass diese internationalen Institutionen, der IGH, der ISTGH, dafür zuständig sein sollten, Teil einer rechtsbasierten Weltordnung zu sein und nicht einer regelbasierten Weltordnung, bei der die USA und ihre Verbündeten die Regeln bestimmen. Und genau da spielt es rein, ja, dass die deutsche Positionierung gesehen wird als eine, die letztlich in diese Richtung geht, das ist ein Gericht für afrikanische Diktatoren, haben wir jetzt letztes Jahr auch wieder gehört aus Deutschland, also nicht von der Bundesregierung, aber von, ja, aus der Politik. Oder sie wird dann unterstützt, wenn es politisch opportun wird, Stichwort Haftbefehl Putin. Ja? Ich sage nicht, das ist so, ich sage, das ist in weiten Teilen des globalen Südens die Wahrnehmung. Und das hören Sie, wenn Sie mit Leuten in Südafrika sprechen, wenn Sie mit Leuten in Brasilien sprechen. Die sagen, für uns sind diese Institutionen wichtig, aber sie müssen global und konsistent agieren und nicht nur dann, wenn es den Staaten in Europa, wenn es Deutschland gefällt. Das ist tatsächlich etwas, was dem deutschen Ansehen schadet. Und ich glaube, gerade vor dem Hintergrund, dass Deutschland sich eben in der Vergangenheit so stark für den ISTGH eingesetzt hat. Aber es ist nicht das Einzige. Und das, was du sagst, was du hörst von politischen Stiftungen, sind ja noch ganz andere Dinge. Nämlich, dass Deutschland nach dem 7. Oktober letzten Jahres ganz viele Maßnahmen erstmal ergriffen hat, die die palästinensische Zivilgesellschaft, zum Teil die arabische Zivilgesellschaft unter Generalverdacht gestellt haben, ja, weil sie ihr Funding eingestellt haben für Organisationen, die Israel als kriminell markiert hatte. Wo vorher man eigentlich immer gesagt hatte, wir sehen die Beweise dafür gar nicht. Und dennoch hat man es seitdem getan. Ja, und man hält daran fest, dass man nach wie vor diese Organisation nicht weiterfinanzieren möchte.
und weitet das eigentlich immer noch aus, dass man all jene, die hier oder da oder dort mal irgendeinen Brief unterschrieben haben, der zum Boykott Israels aufruft, eben auch nicht mehr finanzieren möchte, auch nicht mehr kooperieren möchte. Das sind genau die Partner, die wir bräuchten, wenn wir in Autokratien in der Region uns einsetzen möchten für Rechtsstaatlichkeit, für eine lebendige Zivilgesellschaft, für Demokratie. Das ist auch ein Teil davon. Und der dritte Teil, der wichtig ist, ist das, was an Bildern aus Deutschland in die Welt geht. Das ist das, was ich ständig zurückgespiegelt bekomme in Jordanien, in Ägypten, in Saudi-Arabien. Was ist denn da los bei euch? Ja? Warum dürfen denn Leute nicht mit Palästina solidarisch sein? Und die Bilder sind natürlich nur ein Teil der Wirklichkeit. Die Bilder sagen nicht, man kann in Deutschland vor Gericht gehen, aber sie zeigen ziemlich brutale Polizeigewalt. Und das ist auch ein Teil, der zum Image-Schaden Deutschlands beiträgt. Dann, bevor ich noch so zwei letzte allgemeinere Fragen, ich würde gerne noch mal was fragen, ja auch zu deiner Arbeit. Und, also ich fände, wir sollten das noch ein bisschen diskutieren, was Frau Asseburg jetzt sagte. Und zwar einfach deshalb, weil es auch da würde ich jetzt gerne ein Wort benutzen, was jetzt gerade von Herrn Ambos in Bezug auf Differenzierung benutzt wurde, weil sie hat in großen Teilen recht. Nur zur Differenzierung gehört auch, dass es Gruppierungen gibt, die nicht nur oder allein oder schwerpunktmäßig Solidarität mit den Palästinensern oder mit Gaza üben, sondern das damit verbinden, dass man sagt, weg mit Israel. Ja, nein, das geht nicht, das müssen wir halt hinzufügen. Der zweite Punkt ist eine Geschichte, die ich eben auch gerne noch sagen würde. Das ist die Tatsache, dass wir auch hier Gruppierungen haben, die nun überhaupt nichts mit den, eigentlich mit den Palästinensern am Hut haben, sondern die, wie zum Beispiel die Iraner, in ganz anderer Weise gell, hier ihre Pfoten mit drin haben. Und dass man da differenzieren muss, ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite kommt es jetzt halt schon auch drauf an, und da würde ich Ihnen jetzt wieder sehr recht geben, und da würde ich auch ein Stichwort bringen, ist die Tatsache, dass wir, oder zumindest ich ganz klar, gegen Antisemitismus bei uns bin, gell? Ist das, will ich hier noch einmal deutlich sagen, aber wahrscheinlich muss ich das gar nicht, weil das selbstverständlich ist. Auf der anderen Seite gibt es aber diese Bemühungen um eine sogenannte gemeinsame Bundestagserklärung, die in diesen Bereich der Finanzierung mit reingeht, und die Vorformen, die ich aus dem Juni oder aus dem Juli kenne, sind völlig unakzeptabel. Und deswegen stimme ich Ihnen völlig zu, dass man da sehr genau aufpassen muss, weil wenn man dann so mit Generalklauseln irgendwem, sagen wir mal, die Macht gibt, bürokratisch zu sagen, das halte ich jetzt für antisemitisch und das wird nicht mehr finanziert, das geht nicht, und zwar nicht nur wegen des außenpolitischen Ansehens, sondern weil das unserer Ordnung hier wirklich ganz diametral entgegensteht. Also ich bin jetzt nicht ganz informiert, ob jetzt an dieser sogenannten gemeinsamen Erklärung weitergearbeitet wird, weil ich Unterschiedliches höre. Die einen beschweren sich furchtbar, dass sie nicht einmal das zusammenbringen, und die anderen sind richtig glücklich darüber und sagen, dieser Mist kann so nicht bleiben. Ja? Weiß nicht, sind Sie gerade weiter irgendwo genauer auf dem Stand? Ich lache oder lächele nur so in mich rein, weil hier Leute im Publikum sitzen, die jetzt gerade mal einen Entwurf vorgelegt haben, für wie so eine Resolution auch sinnvoll aussehen könnte. FAZ sehr schön. Von heute. Ja. Wie bitte? FAZ von heute und FAZ 1, können Sie abrufen. Hat er mich wieder verwischt, dass ich sie nicht gelesen habe. Ja, also da ist eine alte Diskussion, aber das Problem jetzt mal abgesehen. Der Meinungsbeitrag. Ja, der FAZ, also ich glaube im Staat- und Rechtsteil war es, ne? heute und gestern im FAZ-Einspruch ist online der Vorschlag von Ralf Michaels, Andreas Paulus und anderen, der ja auf eine längere Diskussion zurückgeht. Aber was ich da nochmal sagen wollte dazu, vielleicht ist es wirklich wichtiger, dass wir über unsere Probleme diskutieren. Also wir haben so viele Probleme mit diesem Thema, also da, wo Sie jetzt hinkommen, Frau Däubler-Gmin, das betrifft ja uns als Wissenschaftler und als also Wissenschaftsfreiheit, auch als Sie, als Journalisten, als Meinung, also Artikel 5 Grundgesetz. Das betrifft uns ja fundamental,
was dürfen wir noch sagen und was nicht. Und das ist ja unsere Betroffenheit, unser Konzern als Academics oder als Wissenschaftler, die wir in so eine Debatte einmischen, ohne da großen Einfluss zu haben, weil wir eben keine Politiker sind. Und statt immer wieder zu reden darüber, was jetzt im Libanon ist, das ist ja alles wichtig, aber wir könnten diese Diskussion auch mal, auch zum Beispiel dann darüber führen, ja, wie schützen wir jüdisches Leben, weil das ist ein Problem. Und wenn wir, wie Ron Steinke das ja schön nachweist in seinem Buch, in einem seiner vielen Bücher, eben das jüdische Leben eben nicht effektiv schützen, weil Juden immer angegriffen worden sind in diesem Land. Das war schon vor dem 7. Oktober, das ist keine Neuigkeit, und Synagogen polizeilich geschützt werden müssen. Und wir den Antisemitismus als Problem ja aus dieser Gesellschaft nicht bekommen haben und dann plötzlich jetzt erfinden müssen ein neues Feindbild, nämlich den islamischen Antisemitismus. Also das ist ja geradezu, den gibt es natürlich, aber das ist ja geradezu ein Treppenwitz der Geschichte, dass der Staat, der den Holocaust gemacht hat, der die Shoah verursacht hat, der 6 Millionen Juden systematisch liquidiert hat, jetzt auf die anderen zeigen muss, also der selbst ein Problem hat. Wir als Deutsche, das sage ich jetzt mal. Ich bin ja ein Bio-Deutscher, verstehen Sie? Also wir sind ja, ich bin ja jetzt einer in der Gesellschaft, der noch mit mehr Selbstkritik sowas sagen muss, wenn man mal in diesen Slogan der Rechten kommt, also die 40% mit Migrationshintergrund, für die ist das ja kein Ding. Aber mein Vater, mein Opa war halt in der NSDAP und das ist halt die Familiengeschichte jedes einzelnen Deutschen. Und deswegen finde ich, wir müssen viel mehr mal über unsere, also was auch immer kritisiert wird, wir hatten eine große Veranstaltung in Göttingen mit Forschern aus dem Bereich, wieso sehen wir das immer aus unserer Brille? Das interessiert doch niemanden, also das interessiert nicht mal Macron, dass wir, weil wir den Holocaust begangen haben, das ist unser Problem. Ja, aber das können wir nicht erwarten, dass das alle anderen Länder so sehen, die eben nicht den Holocaust gemacht haben, sondern wir haben den gemacht. Und das wir müssen diese Diskussion viel offensiver führen und es gibt doch nur Redeverbote, es gibt Verengung von Meinungskorridoren und deswegen wenden wir uns, diese Wissenschaftler, und gegen diese Erklärung. Und was wir natürlich schrecklich finden, jetzt als Nicht-Politiker sage ich Ihnen, dass das sowas hinter verschlossenen Türen diskutiert wird. Man diskutiert eine Nachfolgeresolution zur BDS-Resolution, Schutz jüdischen Lebens, die betrifft Sie alle hier im Raum, in Ihrer Arbeit, die geht runter bis auf die kommunale Ebene, da kriegen Sie keine Gelder, hier in diesem, vielleicht in diesem Haus, wenn Sie irgendeine Veranstaltung machen. Und das wird von den Fraktionsspitzen der Parteien, also die AfD ist wahrscheinlich ausgeschlossen, aber sonst, die diskutieren das. Wieso werden da nicht Experten eingeladen? Wieso gibt es da keine Anhörung? Für jeden Furz machen die eine Anhörung im Bundestag. Sie wissen es besser als ich. Und darüber gibt es keine Anhörung. Da muss man Künstler einladen, da muss man Wissenschaftler einladen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Und das sollte man nicht in den Händen der Bundestagsabgeordneten lassen und nicht der Fraktionsspitzen. So gar nicht, der Haushaltsleute. Bitte? Es sind die Haushaltsleute und die Innenleute und die, genau, sind die Allerschlimmsten. Aber ich möchte mal auch sagen, hier Frau Däubler-Melin ist ja eine Ausnahme. Sie hat 2002, nein, weil das so gesagt wurde, Frau Däubler-Melin hat damals als Bundesjustizminister ermöglicht, dass das Völkerstrafgesetzbuch, was heute wirklich ein monumentales Werk ist, wo wir wirklich viel machen. Also die deutsche Justiz ist ja vorbildhaft. Ich sage immer den Leuten, das ist nicht die Exekutive, nicht die Legislative. Die Pioniere ist die deutsche Justiz in dem Bereich Völkerstrafrecht und jetzt die GBA. Aber was ist die Grundlage des Völkerstrafgesetzbuchs? Und hier sitzt die Pionierin des Völkerstrafrechts. Auch ein bisschen mitgemacht. Gell? Ja, aber sie war die Politikerin damals und sie hat, ich weiß das noch. Wir loben uns gegenseitig. Sie hat das in der Regierung Schröder-Fischer, sie hat das durchbekommen und wir hatten ja am Tag des Inkrafttretens des Römischen Statuts hatten wir das Völkerstrafgesetzbuch und das deutsche Kooperationsgesetz mit dem ISDGH und das war ja parteiübergreifend damals, also das im Bundestag. Mehr oder weniger. Also insofern, das waren noch andere Zeiten. Mas umino, ja. Aber also bevor wir, ich habe noch zwei Fragen tatsächlich zu klären und zwar doch noch mal ein bisschen zurück zum Thema. Ich finde das einen sehr wichtigen Einwand oder Hinweis, den Sie gegeben haben, Frau Däubler-Gemelin, dass das tatsächlich ein Thema ist, dass die Demokratie hier auch gefährdet. Also die Antisemitismus-Definition, die hier endossiert worden ist, schon vor Jahren der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken, die tatsächlich eben auf
israelbezogener Antisemitismus fokussiert. Aber das ist tatsächlich nochmal ein anderes Thema. Wir können da gerne dann nochmal hier in der Frage- und Antwortenrunde drauf eingehen. Aber ich habe zwei wichtige Fragen zum Abschluss. Und das eine ist eben doch nochmal, um auf diesen Begriff der Staatsräson zurückzukommen, weil das ist natürlich sehr zentral. Das war ja auch im Untertitel unserer Veranstaltung. Und ich frage mich schon, also Sie haben selber gesagt, Herr Amboss, die Bundesregierung hat jetzt auf Kriegswaffenlieferungen wieder ausgeweitet, Sie haben das erhöht und das in einer Situation, in der vor dem IGH wegen des Verdachts der Verletzung der Genozidkonvention gegen Israel ein ordentliches Verfahren läuft, in der Situation, in der der Chefankläger auf die Ausstellung zweier Haftbefehle gegen israelische Kabinettsmitglieder drängt, werden hier die Waffenlieferungen erhöht. Frau Merkel sagte damals 2018 wörtlich, jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Und meine Fragen wären jetzt wirklich schon, was bedeutet denn dann der Begriff der Staatsräson? Dass dieses Interesse oder auch israelisches Sicherheitsinteresse, sogenanntes, über dem Recht steht? Oder trägt diese Haltung überhaupt zur Sicherheit Israels bei? Wie sehen Sie die Auslegung dieses Begriffs? Und dann vielleicht noch tatsächlich, wer bestimmt eigentlich, was Staatsräson in der praktischen Umsetzung bedeutet? Also wer bestimmt das? Darf ich was dazu sagen? Du darfst gerne anfangen, Muriel. Ja, sie hat so wenig reden dürfen. Sie muss jetzt. Es lag nicht an mir. Oh. Oder doch, schwache Moderation. Aber bitte. Anyhow. Ich tue mich sehr schwer mit diesem vordemokratischen Begriff. Aber wenn wir das mal so hinnehmen, dass es den eben gibt, dass er hier benutzt wird, dann habe ich den Eindruck, dass in den letzten Jahren es eine doppelte Verengung gegeben hat der historischen Verantwortung. Ja, weil es gibt für mich zwei Hauptelemente der historischen Verantwortung. Das erste Element stammt aus der Shoah, nämlich die Verantwortung für Jüdinnen und Juden weltweit, insbesondere in Israel und in Deutschland. Und das andere Element stammt insbesondere aus den deutschen Angriffskriegen des 20. Jahrhunderts. Und das heißt, die besondere Verantwortung Deutschlands für Multilateralismus, für das Eintreten für Menschenrechte, für das Eintreten des Völkerrechts. Und schon immer stehen diese beiden Elemente in einem Spannungsverhältnis, ganz klar. Und wir sehen jetzt in den letzten Jahren, ist dieses zweite Element dem ersten Element untergeordnet worden. Und wir sehen dann noch, dass das erste Element reduziert worden ist auf die Sicherheit Israels als Staat, ja, und nicht mehr von Jüdinnen und Juden weltweit spricht und dass es wiederum reduziert worden ist, zu einem großen Teil zumindest, auf die Konfliktanalyse und die Sicherheitsdoktrin Israels. Also, dass wir uns dem immer stärker unterwerfen, statt zu sagen, wir haben doch eigentlich ein anderes Verständnis davon, wie wir Sicherheit erreichen können, nämlich die Idee, dass die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Israel untrennbar verknüpft ist mit der Sicherheit von Palästinenserinnen und Palästinensern, dass beides sich nicht auseinandernehmen lässt und dass deshalb nur über einen Ausgleich, der allen in der Region Rechte gewährt, überhaupt Sicherheit geschaffen werden kann. Da sind wir mittlerweile meilenweit davon entfernt und das finde ich sehr problematisch. Also ich finde es schon sehr gut, wie Sie angefangen haben, weil es ist wirklich vordemokratisch, Begriff Staatsräson zu nennen. Es ist ja, Sie gestatten mir diesen platten Spruch, aber unser Grundgesetz fängt ja nicht damit an, dass man sagt, die Würde des Staates ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist es. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was man sagt. Deswegen ist es so, dass die historische Verantwortung wahrscheinlich sogar, wollen wir mal annehmen, von Frau Merkel gemeint war.
Und dann hat sie gemeint, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich würde dem, was Sie gesagt haben, eigentlich nur noch zwei Dinge hinzufügen. Das nie wieder, dass ich in der Tat auf Shoah und auf Krieg und auf Verbrechen, Ausgrenzung von Minderheiten und auch bis hin zu den Deserteuren, um das jetzt mal, und den Zwangsarbeitern, alles das umfasst, aber sich natürlich auch auf unsere innere Situation befasst. Und die wird definiert durch das Grundgesetz, übrigens, das ist mein zweiter Punkt, einschließlich Einbindung in das Völkerrecht und Friedensgebot. Genau, und das, da könnte man jetzt genau anschließen. Also erstmal diese vorverfassungsrechtliche Natur des Begriffs, da kann ich verweisen auf Andreas Paulus, meinen Göttinger Kollegen, der auch diese Erklärung mitgeschrieben hat, aber gestern ein exzellentes Interview gegeben hat im FAZ Einspruch Podcast. Und wie Sie es so schön gesagt haben, es steht im Artikel 1 die Menschenwürde. Und die Menschenwürde steht natürlich über dem Staat. Also es steht der Mensch im Mittelpunkt dieser Verfassung und die Staatsräson stellt den Staat in den Mittelpunkt. Und dann ist es natürlich ein zweiter Punkt, dass eine Staatsräson für einen anderen Staat, also man macht sozusagen die Raison d'être, das Existenzrecht eines Staates zur eigenen Staatsräson, was eigentlich auch nur erklärbar ist, wieder aus diesem historischen Zusammenhang, der normalerweise sagt der Staat, also bei Machiavelli oder in dem historischen Begriff, ist es meine Selbsterhaltung. Es geht um meine Selbsterhaltung, nicht die eines anderen Staats. Insofern hat man also auch einen erweiterten Staatsräsonbegriff. Und genauso wenig wie die Staatsräson über dem Grundgesetz stehen kann, sie steht eben unter dem Grundgesetz, sie muss sich dem Grundgesetz unterordnen und das Grundgesetz wiederum ist völkerrechtsfreundlich und deswegen muss sie sich auch dem Völkerrecht unterordnen. Und deswegen ist meine These, und übrigens möchte ich mal was erzählen, Anekdote, ich bin da eingeladen bei der, nein, in dem Zusammenhang, weil das passt sehr gut, Kasseler Juristische Gesellschaft, Studiengesellschaft, ganz traditionsreicher Club, die machen immer ihre Veranstaltung in Kassel im Oberlandesgericht und dann haben sie mich zu einem Vortrag eingeladen und ich habe den Titel vorgeschlagen, Staatsräson verdrängt Völkerrecht, ohne Fragezeichen. Und dann hat, also das ist ein Anwalt, der das betreibt, diese Kassler, aber der Gerichtspräsident ist natürlich der Hausherr in diesem Gericht, ja, Kassel, und dann habe ich ein Schreiben bekommen von dem Anwalt, der Herr Präsident würde gerne, dass Sie ein Fragezeichen zu Ihrem Titel, weil das sei doch, aber Sie sehen also, wie die Justiz in Deutschland, also gewisse Justizmenschen funktionieren, also man hat damit ein Problem, was für uns selbstverständlich sei, nämlich, dass die Staatsräson als politischer Begriff natürlich nicht das Recht verdrängen kann. Und wenn Sie unsere Politiker das so fragen würden, würden die auch sagen, ja, es darf es nicht, aber Sie reden dauernd anders, das ist das Problem. Also es hat ja keiner durchdacht, also wenn Sie fragen, wer das eigentlich bestimmt, natürlich Richtlinienkompetenz des Kanzlers, letztendlich die Bundesregierung, aber es hat ja keiner darüber reflektiert, wie manche Leute in diesem Land darüber reflektiert haben. Herfried Münkler zum Beispiel, der hat darüber ein tolles Buch geschrieben, aber das hat ja keiner gelesen von diesen Leuten. Und deswegen, die Frage ist, es gibt gar keine Reflexion darüber, also so toll wie das Frau Däubler, man müsste sich wünschen, dass Frau Däubler-Gmelin noch mal ins Kabinett aufgenommen wird, aber das wird wahrscheinlich nicht geschehen. Ja gut, aber und das ist jetzt wirklich die letzte Frage, weil dann möchte ich auch Fragen oder Kommentare aus dem Publikum zulassen. Wir sehen auf internationaler Ebene, obwohl es diese rechtlichen Rahmen gibt, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, womöglicherweise auch Genozid, das wird das Gericht zu klären haben. Wir sehen trotz des Grundgesetzes hier in Deutschland dann eben doch Staatsräson verdrängt eben dann auch Grundrechte. Ne? Wir haben irgendwie Einschränkungen der Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter und so fort. Und daher vielleicht dann doch nochmal zum Abschluss diese etwas ketzerische Frage, was bringt denn dann das Recht? Also Sie hatten den Angriffskrieg oder die Invasion des Irak vorhin ins Spiel gebracht und ich weiß schon, dass es natürlich im Folterskandal von Abu Ghraib schon Urteile gegeben hat, aber die eigentlich politischen Verantwortlichen, von denen ist bis heute niemand zur Verantwortung gezogen worden, obwohl wir das römische Statut haben beispielsweise. Also was bringt das Recht? Ist das das Instrument? Ist das ein geeignetes Instrument, um dann eben doch solche Verbrechen oder auch, wenn wir das kleiner nehmen, auf der nationalen Ebene die Einschränkung oder Verletzung von Grundrechten, von grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechten, um das zu verhindern und gegebenenfalls eben auch zu sanktionieren und zu bestrafen? Ja, also die Antwort ist ganz klar. Die Frage ist immer, are we better off or worse off, okay?
Geht es uns besser im ICC oder schlechter? Dass der nicht perfekt ist, ist ja klar. Geht es uns besser im IGH? Geht es uns besser im Bundesverfassungsgericht? Natürlich geht es uns besser. Viel besser. Das ist ein tolles Gericht. Ja. Und die Wirkungen sind ja da, die sind ja vorgerichtlich, verstehen Sie? Die Leute denken immer, nur wenn da irgendein Angeklagter sitzt, in Kolumbien zum Beispiel, wo ich ja sehr aktiv war zu den Friedensverhandlungen, die haben immer geguckt, was Roms Statut sagt, was wir der ICC machen. Es gab für Kolumbien immer nur ein Problem, nämlich Auslieferung an die USA. Und dann gab es den ICC, das war das zweite Problem, weil du das nicht kontrollieren kannst. Vielleicht bist du irgendwann mal in Den Haag. Und diese ganze vorgerichtliche Wirkung, oder Putin geht nicht nach Südafrika, okay, in die Mongolei geht er, das ist jetzt wieder ein Gegenargument, passiert nichts, obwohl es Vertrag steht. Also Südafrika ist ja nicht gegangen und diese Wirkung gibt es ja. Sie müssen aber dann bitte auch sagen, warum nicht? Und zwar deshalb, weil dass der Al-Bashir-Fall, von dem ich vorher erzählt habe, der hat eine, und da ist die Vorgeschichte zu Putin, den hat Zuma, der also ein bisschen anders dachte als rechtsstaatlich und auch als sein Verfassungsgericht, das nun ein sehr, sehr gutes Verfassungsgericht ist, jedenfalls kann man das schon im Prinzip sagen, der hat ihn eingeladen zu einer, sagen wir mal, afrikanischen Gesamteinladung. Und daraufhin hat ihm sein Verfassungsgericht gesagt, Junge, wenn der kommt, musst du ihn festnehmen. Dann hat er ihn wieder ausgeladen. Sein Vorgänger, das war Thabo Mbeki noch, der hatte ihn auch eingeladen, hat aber gleich einen Brief mitgeschickt, komm nicht, lass dich vertreten, weil sonst wirst du hier festgenommen. Das heißt, das sind alles Dinge, die man sehen muss. Und natürlich, es ist eine Binsenweisheit, dadurch, dass sie Gerichte haben, bricht nicht der Rechtsstaat oder die paradiesische Gerechtigkeit aus. Das ist seit ziemlich vielen Jahren so. Aber wenn Sie angucken, wie ist es in Ländern, übrigens auch solchen, mit denen wir in der jetzigen Situation sehr solidarisch sind, ob das Libanon ist oder ob das jetzt auch Ramallah ist oder Saudi-Arabien, da können Sie sicher sein, dass die gerne unser Bundesverfassungsgericht oder unsere relativ oder ganz unabhängige Justiz hätten. Das haben die beiden Juristen gut beantwortet. Gut. Was meine war eine politische Äußerung. Ja, ja. Aber vor einem juristischen Hintergrund. Dann, bevor ich für Fragen öffne, zwei Dinge, weil ich vergesse das sonst am Ende. Da vorne gibt es einen Tisch mit Informationsmaterial von Medico International. Da kann man sich auch in den Newsletter eintragen. Ich garantiere, dass auch die Austragung wieder funktioniert. Da findet man auch Informationen, wenn man unsere Projekte in Palästina oder Israel oder andernorts in der Welt unterstützen möchte. Und dann würde ich mich gerne bedanken bei meinen Gästen und wir öffnen dann gleich für das Publikum mit Fragen und Kommentaren. Also vielen Dank erstmal als Zwischendank. Das ist auch Ihnen vielen Dank. Haben Sie da drüben noch eine Flasche Wasser irgendwo? Ja. Ich habe noch so Durst. Vielen Dank. Sogar Sie haben eine. Die ist leer. Nein, die ist wieder voll. Die war voll, ja, ja. Das hören die alles. Bitte? Also. Gerne, hier vorne der Herr. Ein Hinweis noch wichtig. Das wird jetzt alles noch mit aufgezeichnet. Also wer fragt, wird erstmal mit aufgenommen und ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich wollte nur direkt zurück zu der letzten Frage, die du gestellt hast, aber in der Innenpolitik fragen, weil ihr alle geantwortet auf eine internationale Bühne wegen, für was, warum haben wir Recht? Für was ist das am Ende? Also wenn ich auf unsere Innenpolitik anschaue, die Gewalt von der Polizei steigt hoch, egal ob du vor dem Gericht kommst oder nicht. Journalisten verlieren ihren Jobs, weil die haben einen Tweet von jüdischer Stimme geliked und die Antwort von dem Staat oder dem Gericht ist, okay, der Staat muss 20.000 Euro bezahlen. Also am Ende, wir haben eine sehr schönes Constitution, aber ich wirklich als eine Ausländer, als eine neue Deutsche, ich wirklich verstehe überhaupt nicht, für was das bringt, weil ein von 200 Cases geht vor dem Gericht und dann die Polizei danach macht das noch gleich even schlimmer. Also ich würde das auf eine lokale Ebene, deine Antwort hören. Auf, what good is it for? Okay, also das ist jetzt ein spezifisches Thema Polizeigewalt und die
Das ist natürlich ein Problem. Da gibt es ja Untersuchungen. Tobias Singelstein, Kriminologe aus Frankfurt, der hat das ja breit untersucht. Und es ist natürlich ein bekanntes Problem, dass die Polizei, wenn sie damit konfrontiert wird, dass sie vielleicht Gewalt angewendet hat und mit einer Anzeige rechnet, dann als Gegenanzeige Widerstand gegen die Staatsgewalt bringt und man dann selbst angezeigt wird. Also das ist ein Problem, ein Strukturproblem, aber auch da das ist ein Sonderfall. Also man müsste das andere Thema ist zum Beispiel Versammlungsfreiheit oder das Thema Meinungsfreiheit. Und ich sehe da viele Punkte, die man kritisieren kann, aber ich finde, dass die Verwaltungsgerichte in der ganzen Frage der palästinensischen Demonstration insgesamt ein ganz gutes Bild abgeben in der Republik. Wir haben zu dem Thema From the River to the Sea, ja, dem berühmten Slogan und der Frage der Strafbarkeit, eine ganz diverse Rechtsprechung, also von Mannheim bis Bremen, ja, Verwaltungsgerichtshöfe, die sich da unterschiedlich geäußert haben. Wir haben ein Urteil des Landgerichts Mannheim, mit dem ich mich näher, das war ein Strafurteil, mit dem ich mich näher beschäftigt habe, wo das Landgericht gesagt hat, das sei nicht strafbar. Da ging es also um die Strafbarkeit. Man muss da unterscheiden. Beim Verwaltungsgericht geht es um die Frage, ist das Verbot der Demonstration rechtswidrig oder nicht? Und dann kriegt man das halt von der Stadt X, wird es verboten, dann geht man zum Verwaltungsgericht. Und da gab es eben unterschiedliche Entscheidungen. Und ich bin schon der Auffassung, dass wenn in diesem Land noch irgendwas funktioniert, dann sind es die Gerichte. Im weiteren Sinne, da gibt es Sachen, die nicht funktionieren, aber die Unabhängigkeit der Justiz, die Separation of Powers, die Verfassung ist nicht nur Papier. Ja? Und das Bundesverfassungsgericht hebt ja Sachen auf. Also wir haben ja viele Entscheidungen im Bereich von Zwangsmaßnahmen, die positiv sind. Also die Polizeigewalt ist so ein Sonderfall. Aber ich glaube, da müssten wir mal über andere Fälle, zum Beispiel United States, wo Sie vielleicht herkommen, sprechen. Also wie das da mit der Judizialisierung von Police Violence ist. Also das ist ja immer ein Problem, weil das ist eben das Gewaltmonopol des Staates. Und der Staat handelt durch die Polizei. Und natürlich muss man auch kritisch den Staat genau daran messen, wie er mit Polizeigewalt umgeht. Aber wie gesagt, das machen kritische Forscher und das ist Forschung, die zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft ja finanziert und das ist ja wiederum Steuergeld. Also das ist also auch differenziert zu sehen, aber ich verstehe auch die Frustration. Ich habe ja selbst einen Palästina-Kongress hier geschrieben und das hat aber mehrere Ebenen. Und insgesamt würde ich doch noch, habe ich meinen rechtsstaatlichen Glauben noch nicht verloren und glaube schon, dass die Justiz, ich kriege nur mal so als Info, ich kriege ganz viele Post von Verwaltungsrichtern, das ist interessant, ja, also weil ich da immer auftrete und die sagen mir dann, die sagen das halt nicht öffentlich, aber die sagen, übrigens auch mit dem Kasseler Problem, da kriege ich dann Solidaritätsadressen, wir haben gehört, sie dürfen nicht diesen Titel benutzen, Verwaltungsrichter X aus Frankfurt oder jetzt hat mir der vom VG Mannheim ein Richter geschrieben, die sagen dann, Herr Ambos, wir finden das klasse, dass Sie immer für die Meinungsfreiheit eintreten, also ich jetzt nur als Akademiker, ich bin ja kein Richter im nationalen Sinn, aber die Verwaltungsgerichte sind im Grunde rechtsstaatliche Schutzgerichte und die arbeiten auch so, die funktionieren letztendlich auch. Wie bitte? Jossi, hier die Dame bitte. Wollen Sie sich gleich noch melden? Dann kriegen Sie auch ein Mikro. Aber ich bin dran. Ja, Sie sind dran. Hallo, ich habe noch mal Fragen. Also ich komme mal zum Thema wieder zurück. Bundesregierung, Völkerrecht. Die erste Frage ist, es wurde ja angesprochen, die Klage von Nicaragua. Sollten die sich durchsetzen? Ja, was ist dann mit dem jetzigen Beschluss, erneut oder weiter Waffen zu liefern? Was für eine Konsequenz würde dann auf unsere Regierung zu rasen? Ganz banal mal, ja. Und die zweite Sache, die damit auch zu tun hat, wir haben ja lange über dieses Beispiel geredet, ist eine Schule oder ist sie keine mehr, bloß weil unten ein Tunnel drunter ist? Ja? Was ist jetzt völkerrechtlich gedeckt bei so einer Angriffspolitik? Was ist ein Kollateralschaden und so weiter? Wenn ich mich erinnere, hat ja unsere Außenministerin vor einer Woche oder so diese Haltung eingenommen, ja, shit happens, ne? Also viele Tote, war eine Schule, aber letztendlich wird die Schule zu einem Militärobjekt, weil unten drunter haben wir gesagt, da war die Hamas. So, wenn das jetzt nicht stimmt, oder wie schätzen Sie das ein? Wie geht das weiter? Ist sie da frei? Ist es jetzt eine politische Einschätzung?
Wenn man das aber völkerrechtlich in die Argumentation einbettet, was würde das bedeuten? Also verstößt sie eigentlich auch in dem, was sie sagt, gegen die Normen des Völkerrechts? Ja. Ist das okay, wenn ich noch eine zweite Frage nehme? Dann der Herr dort, zweite Reihe links. Ja. Hallo, ich habe auch noch eine kurze Frage. Und zwar geht es um das auch schon hier angesprochene Völkerstrafgesetzbuch. Ich kenne mich da jetzt nicht super aus. Ich weiß nur, dass da teilweise Rückkehrer auch aus anderen Staaten in Deutschland, auch in Frankfurt etc. Verurteilt worden sind. Und im Hinblick dessen interessiert mich, wie oder welche Verantwortung würde eigentlich Deutschland treffen, also mit Hinblick auf die Rückkehrer der IDF, die dann nach Deutschland wieder zurückkommen und in Gaza gedient haben. Und wenn sich dann herausstellen sollte, dass es da völkerrechtswidrig oder Völkerrechtsverbrechen gekommen sind, oder müsste da die deutsche Regierung selber ermitteln oder die Staatsanwaltschaft, wenn Sie dazu eingehen könnten? Ja. Das ist typisch für Sie. Ja. Also die letzte Frage ist relativ klar. Also immer wenn es ein Anknüpfungspunkt gibt zu Deutschland, zum Beispiel über die Staatsangehörigkeit. Wir haben einen deutschen Täter, das wäre, wenn Sie jetzt sagen, ein Doppelstaatler, Israeli, Deutscher, der in der IDF dient, oder ein deutsches Opfer. Und das sind ja die Gaza-Fälle, die ECCHR betreibt. Ja? Also die kennen ja den Fall aus den niedersächsischen Palästinensern, da ist ja im Frontal-CDF-Magazin ist ja der Fall aufgearbeitet worden. Also Sie haben deutsche Opfer in Gaza und dann können Sie in Karlsruhe bei dem Generalbundesanwalt eine Anzeige erstatten und die ist auch erstattet. Und dann müsste der Generalbundesanwalt nach Völkerstrafgesetzbuch wegen Kriegsverbrechen ermitteln und das tut er. Aber ich weiß nicht mehr, weil das geheime Ermittlungen sind. Und natürlich stellt sich da wieder die kritische Frage, inwieweit spielt er die Staatsräson rein? Das muss man sagen, denn der Generalbundesanwalt ist natürlich abhängig vom Bundesjustizminister, dass die Staatsanwaltschaft ist eben keine unabhängige Behörde. Da gibt es übrigens eine EuGH-Entscheidung, altes Problem in Deutschland. Die sind ja abhängig von den Generalstaatsanwaltschaften und den Justizministerien der Länder. Und beim Bund ist es halt der Bundesjustizminister. Und unter Herrn Buschmann wage ich zu bezweifeln, dass irgendwie eine Anklage gegen Israel über Karlsruhe kommen kann, weil das wäre schwierig zu denken. Also wenn, aber formal gesehen ist die Antwort: Zuständigkeit ist gegeben bei deutschen Opfern, deutschen Tätern und es kann ermittelt werden. Und die Frage jetzt nochmal Nicaragua, also erstmal muss man sehen, diese Hauptsacheentscheidungen werden erst in ein paar Jahren ergehen. Wir kommen also viel zu spät. Dann hoffen wir ja, dass der Krieg vorbei ist. Also wir hoffen ja wirklich, dass dieser Krieg nicht noch dauert, bis diese Hauptsacheentscheidungen kommen, sowohl in Südafrika, Israel wie Nicaragua, Deutschland. Aber ich bin ziemlich erstaunt, wie kontrafaktisch die Bundesregierung agiert, angesichts eines noch anhängigen Verfahrens beim IGH. Die Bundesregierung hat sich ja eine Erklärung geben lassen von Herrn Galant, was sehr interessant ist, in der er versichert, dass Israel völkerrechtsgemäß handelt. Warum lässt sie sich die Erklärung geben? Erstens, weil es NGOs gibt wie ECCHR und die Civil Society und weil sie unsicher sind. Denn wenn sie sicher wären, dass Israel völkerrechtsgemäß handelt, brauche ich ja die Erklärung nicht. Die Erklärung ist natürlich nichts wert, denn es tut uns leid, aber Israel sagt eben auch nicht die ganze Wahrheit. Es wird nicht vollständig die Wahrheit gesagt über die Kriegsführung. Und wenn es dazu käme, dass Deutschland verurteilt würde, wobei es ja hier um Genozid geht. Also ich habe da meine Zweifel, ob das überhaupt zu einer Verurteilung im Hauptverfahren kommt, aber for the sake of argument, wenn es dazu käme und dann käme natürlich eine Beihilfe Deutschlands in Betracht zum Genozid, aber die Politiker werden dafür nicht belangt. Also die Frau Baerbock, die ja dann wahrscheinlich auch Oppositionspolitikerin ist, im besten Fall, wer interessiert sich dafür? Entschuldigung, nee, das muss ich mal so sagen. Ich meine, ja, sie interessiert das, aber die macht politische Äußerungen, die ist ja jetzt nicht hier im Sinne von, das sind ja politische Äußerungen, Äußerungen einer Politikerin, das muss man ihr auch lassen im Sinne der Meinungsfreiheit, auch der Indemnität und so, das sind erstmal politische Äußerungen, solange sie nicht Incitement to Genocide, was vielleicht manche israelische Politiker machen, also Aufstachelung zum Genozid macht, solange das nicht im strafbaren Bereich ist, nationales Recht, kann sie das alles sagen, dann kann man sie politisch verurteilen und sagen, das ist politisch verwerflich, aber sie ist dafür, für die Maßnahmen an sich,
Wir haben, also das, wenn Sie sprechen mit Leuten in der Szene hier, mit es gibt ja Anwälte, die eine bekannte Anwaltskanzlei in Berlin, die vertritt diese ganzen Ministerialfreunde. Und wenn Sie mit den Leuten sprechen, dann, die haben schon ein bisschen Angst. Also ein Ministerialbeamter, der einen Waffenexport genehmigt für die Begehung von Kriegsverbrechen oder wo da ein Risiko ist. Wir haben ja auch so ein Arms Trade Treaty, also es ist ja nicht nur Kriegsverbrechen an sich die Beihilfe, sondern es gibt ja einen eigenen Vertrag dafür. Der könnte schon juristisch als Gehilfe für diese Kriegsverbrechen belangt werden. Also der Politiker, der das verantworten muss, also nicht die Aussagen, sondern die Handlungen an sich. Und das würde schon konstruktiv gehen, aber dann stellt sich ja in Jura immer die Frage, vor welchem Gericht soll das gehen? Und da sind wir wieder, letztendlich ist es ja deutsche Gerichtsbarkeit. Es müsste eigentlich die Generalbundesanwaltschaft machen, weil das sind natürlich, ne? Aber das ist vielleicht nicht besonders realistisch, das zu denken. Aber das wäre der einzige Weg, also nicht Völkerrecht. Also vom IGH gäbe es eine Verurteilung Deutschlands, aber die ist ja gegen den Staat gerichtet. Verstehen Sie? Das Problem von Menschenrechtsgerichten und Gerichten wie dem IGH ist, dass wenn sie da zu Entschädigungszahlungen kommen, zahlen wir alle. Das ist ja das Absurde. Also wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Deutschland verurteilt, wird Deutschland zu 20.000 Euro verurteilt. Wo kommt dieses Geld her? Von uns, von unseren Steuern. Also auch das Opfer zahlt mit sozusagen bei menschenrechtlichen Verurteilung. Das ist das Problem. Also es ist ja nicht individuell, sondern kollektiv. Vielleicht drei kleine Bemerkungen dazu, so sehr ich dem zustimme, aber erst zu Ihnen. Sehen Sie es meiner Ansicht nach im Moment ein bisschen negativ. Es gibt eine ganze Menge von Anwaltskollegen, die sowas machen. Und dafür sind gute Anwälte auch da. Also das ist ein Punkt, den muss man, glaube ich, schon auch mal sagen. Der zweite Punkt ist der, ich bin nicht sicher, dass nicht mal Herr Buschmann es wagen würde, wenn der Generalbundesanwalt das machen will, einen derartigen Verfahren zu verhindern. Und zwar aus folgendem Grund. Ich kenne Herrn Buschmann nicht, um das jetzt aus seiner Motivation heraus zu behaupten, sondern in dem Moment würde bei uns doch noch ein Teil der Presse zumindest davon Wind bekommen. Und dann wäre ein relativ großer Skandal da. Die Generalbundesanwaltschaft ist zwar formal nicht unabhängig, also anders als in Italien, aber faktisch sehr weitgehend. Und von daher gesehen stimme ich Ihnen in dem Punkt nicht ganz zu. Aber es ist natürlich so, der Generalbundesanwalt hat in den ersten Jahren seine Völkerrechtsabteilung, die war sehr, sehr knapp. Und daran ist vieles einfach nicht gemacht worden. Die haben jetzt eine sehr ordentlich ausgebaute und auch mit guten Leuten besetzte Völkerrechtsabteilung. Also, und ich weiß natürlich auch, es gibt auch NGOs wie hier das Zentrum von Kalec, die sind wirklich dahinterher, dass man nicht nur das Völkerstrafrecht, sondern auch das römische Statut so umsetzt, wie man das machen kann. Und die probieren es immer wieder. Das halte ich auch für völlig richtig. Und die machen das nicht, und auch da wieder die Unterscheidung auf die politische Art und Weise, sondern außerordentlich fundiert juristisch. Und das ist, glaube ich, ein großer Gewinn und wir sollten daran auch festhalten. Möchten Sie trotzdem noch was fragen? Dann wären Sie jetzt dran. Nee? Dann, wer ist näher dran? Jossi, hier der Herr in der Mitte oder Mario? Mario, du bist näher dran. Hier, orange Jacke. Ach so. Ja. An Herrn Ambos, Sie hatten vorhin erklärt, dass der Fall bei Nasrallah und Sinwar klar sei, glasklar, dass er getötet werden durfte und man auch gute Argumente finden könnte für die Tötung von Ismail Haniyeh. Korrigieren Sie mich, ich wollte wissen, ob der Umstand, dass eine Person, die getötet wird, in dem Moment, in dem sie getötet wird, dass von dieser Person keine oder eine Gefahr direkt ausgeht für den Gegner, wenn es sich um militärischen Konflikt handelt, spielt das absolut keine Rolle? Ist es egal, in welcher Situation sich die Menschen befinden? Ja, also das ist eine sehr gute Frage und eine sehr schwierige Frage. Das hängt davon ab, wie Sie die Angreifbarkeit herstellen. Also wie kommen Sie dazu, dass Sie sagen, ein Repräsentant einer Organisation darf getötet werden im bewaffneten Konflikt? Und Sie müssen halt unterscheiden, und das ist eben auch die Verkürzung im deutschen Diskurs,
diese Organisationen sind immer auch politisch. Ja? Zum Beispiel die FARC aus Kolumbien hat natürlich ein politisches Sekretariat. Es gibt in diesen Organisationen eine politische Abteilung, so wie es in einem Staat natürlich einen Außenminister gibt. Da ist natürlich die zivile Seite stärker beim Staat, beim normalen Staat, also wenn es jetzt kein Rough State ist, sondern so ein bisschen Rechtsstaat. Aber auch bei der Hamas gibt es natürlich eine politische Abteilung. Und der militärische Flügel einer solchen Organisation, vergessen wir mal Hamas oder Hisbollah, das können Sie bei allen Non-State Actors sagen, den dürfen Sie immer angreifen. Und die qua Membership, ja, wenn Sie Mitglied dieser militärischen Organisation sind, dürfen Sie auch, wenn Sie schlafen, wenn Sie einkaufen gehen, wenn Sie schwimmen gehen, angegriffen werden. Dann sind Sie eben Teil dieser Organisation, wie Sie Teil der Bundeswehr sind und als Bundeswehr in Afghanistan, wenn Sie im militärischen Einsatz sind, immer angreifbar sind. Wenn Sie jetzt aber den politischen Teil nehmen, dann wäre die Parallele quasi das, was die Regierung ist. Ja, also können Sie Mitglieder des deutschen Kabinetts, wenn Deutschland in einer Kriegssituation ist, im bewaffneten Konflikt mit Russland, oder nehmen Sie Ukraine, das ist ja ein konkreter Fall, können Sie jetzt alle Minister im Kreml angreifen, der Putin-Regierung? Dürfen Sie alle Mitglieder der Exekutive von Ukraine angreifen? Das ist ja das Pendant, verstehen Sie? Auch wenn die vorher alle dabei entschieden haben, wir machen 2022 die Invasion. Die sind in diesem Joint Crime Enterprise, in diesem gemeinsamen Unternehmen alle beteiligt, aber sie sind halt Teil der zivilen Struktur dieses Staates, genauso wie der politische Verhandlungsleiter Hanier Teil der politischen Struktur ist. Und jetzt gibt es zwei Positionen dazu, die eher pro-military Position, die Amerikaner vertreten und so, das kommt ja aus dem War on Terror, und die sagen, du bist auch haftbar, weil du Teil der Organisation bist, und dann ist es egal, ob du jetzt gerade in deiner Militärkleidung hier stehst mit einer Waffe in der Hand oder zum militärischen Arm gehörst, das ist für uns eine Einheit und deswegen dürfen wir dich töten. Und die anderen, IKRK, also Internationales Komitee des Roten Kreuzes, Genf, das ist ja immer eher die humanitäre Seite, die sagen eben, da gilt der Grundsatz der Active Participation in Hostilities. Du kannst den zivilen per se Repräsentanten nur dann angreifen, wenn er gerade militärisch aktiv ist, aber nicht, wenn er irgendwie am Verhandeln ist. Ja? Und das ist der Unterschied. Aber ich sagte ja, sagen wir mal so, das sind jedenfalls keine klaren Verletzungen des Völkerrechts. Also es würden viele Völkerrechtler sagen in der Diskussion, die wir haben, das war legal, auch bei Hanier. Ja. Jossi? Dritte Reihe, dritte Person. Ein Moment, zweite Person. Genau hier. Dankeschön. Ich würde gerne eine Frage noch mal zum Anfang stellen, als Frau Asseburg gesprochen hat über das Gutachten, das jetzt schon existiert. Wir haben jetzt sehr viel über zukünftige Urteile, was hätte, könnte, würde, wenn gesprochen. Aber Sie haben ausgeführt, dass es tatsächlich konkrete Konsequenzen auch für die Bundesregierung und für Deutschland hat, dieses Gutachten der Völkerrechtswidrigkeit der Besatzung. Zum Beispiel Einfuhr von Produkten aus Siedlungen, Zusammenarbeit und so weiter. Ganz konkrete Frage, findet das statt? Also diese Konsequenzen, die dieses Gutachten eigentlich hat, werden die gezogen? Sind die beobachtbar oder nicht? Ich würde noch eine weitere Frage hinzunehmen. Hier, genau. Danke. Ja, was mich interessieren würde, wäre, inwiefern haben Palästinenser ein Recht auf Selbstverteidigung als Volk, was besetzt ist und wo wir auch wissen, illegal besetzt ist, wurde ja nochmal festgestellt. Und wenn sie das haben, was gehört dazu, was dürfen die tun, laut Völkerrecht? Und wenn jetzt Mitglieder der israelischen Regierung klar genozidal formulieren mit, sie sind alle Tiere, wir müssen sie alle, und de facto auch das, was passiert, ist ja irgendwie Existenzrecht von Palästinensern, wird ja auch null anerkannt oder auch von der israelischen Seite. Also inwiefern dürften die zum Beispiel gezielte Tötungen machen? Wäre das dann auch vom Völkerrecht gedeckt? Muriel, bitte. Also mein Kenntnisstand dazu ist, vor rund 2 Wochen habe ich mit jemandem im Auswärtigen Amt darüber gesprochen und diese Person sagte, wir sind dabei, dieses Rechtsgutachten zu verdauen. Das heißt, man ist dabei zu verstehen, was genau impliziert ist, was ist eine zwingende Auslegung, was ist eine Kann-Auslegung. Ich bin mir sicher,
dass schon Konsequenzen gezogen worden sind, aber ich kann die nicht sehen in der Umsetzung bislang. Ja. Und ich nehme an, dass die Völkerrechtler vor allem im Auswärtigen Amt daran sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr da in Kontakt seid, ob darüber gesprochen wird. Ich bin ja überhaupt nicht in Kontakt mit der Politik. Ich bin ja ein Outsider. Ja, ich habe da keine Kontakte. Also Frau Däubler-Melin hat auch eine, wahrscheinlich zu einem grünen Außenminister auch keine Kontakte. Aber ich kann die Frage nicht beantworten. Aber ja, ich nehme sie mit, so sagt man ja dann immer. Ja. Ja. Ich nehme sie mit, ja. Wir nehmen sie mit. Okay, die andere Frage ist ziemlich kompliziert. Also erstmal besteht das Recht zur Selbstverteidigung nur zwischen Staaten, weil die UN-Satzung auf Mitglieder rekurriert und Mitglieder der UN sind Staaten und nicht nichtstaatliche Akteure. Deswegen kann ein Volk, ja, was jetzt noch keinen Staat hat, Sie haben ja vom Volk gesprochen, ob das ein Staat ist, ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn wir jetzt sagen, es gibt nur das Volk, dann gibt es kein Selbstverteidigungsrecht. Aber man kann natürlich ein Recht des Widerstandes ableiten, das wird auch diskutiert. Übrigens, interessanterweise hat China bei dem Gutachtenverfahren, das war eins der Länder, die haben ja da auch eine Stellungnahme abgegeben vor dem IGH, hat darauf rekurriert. Das ist interessant, gerade China, ne? Bei Tibet finden sie das jetzt nicht so toll, aber die haben dann gesagt, also Right to Resistance natürlich nicht mit terroristischen Akten, also da wurde abgegrenzt, kein Terrorismus, aber eben Resistance, also nicht nur Gandhi, ne? Also nicht nur friedlicher Protest, sondern auch ein bisschen mit Gewalt. Und das wird auch diskutiert bei Völkerrechtlern, interessanterweise vor allem nordirischen Völkerrechtlern, die machen da immer so eine Parallele zur IAA und zum Kampf der IAA. Und dann kommt immer die Frage, aber wer ist eigentlich der legitime Repräsentant der Palästinenser? Und dann sagen die natürlich nicht die Hamas, sondern das wäre dann die Fatah. Nee, also die PLO früher und jetzt und dann eben Ramallah und das ist natürlich jetzt eher eine faktische Frage und ob man da nicht irgendwie das deswegen sagt, weil man die Hamas nicht so mag, aber im Völkerrecht geht es ja auch immer um Faktizität. Erinnern Sie sich mal an Venezuela, ne? Das Thema Venezuela, da ist es ja immer so, bei jeder Wahlfälschung von Maduro finden wir das irgendwie blöd und dann gibt es Politiker, die sagen, wir erkennen die Regierung nicht an und dann sagen ihnen die Völkerrechtler, tja, das musst du auch nicht, du musst den Staat anerkennen und das andere ist Faktizität. Wenn die an der Macht sind, sind sie die Regierung. Ja? Also das Völkerrecht ist ja ein Regime, was auf Faktizität abstellt und deswegen könnte man natürlich schon argumentieren, ich mache jetzt so ein bisschen Advocatus Diaboli, das müssen wir eigentlich rausschneiden jetzt, weil danach kriege ich einen riesen Shitstorm, weil ich würde nämlich sagen, dann könnte man nämlich sagen, dass die Hamas eben doch der Repräsentant der Palästinenser ist, weil es faktisch gesehen die Hamas jetzt heute, ja, nicht nur in Gazastreifen, sondern im gesamten Bereich Palästina die stärkste Gruppe ist, von der Unterstützung her, von der Statistik. Ja, also sie kriegt die meiste Unterstützung. Also ich beschreibe das nur, ich bewerte das nicht. Und jetzt müsste man sich natürlich schon fragen, wer repräsentiert eigentlich die palästinensischen Interessen? In der internationalen Öffentlichkeit ist es natürlich die PLO, jetzt Ramallah, und die sitzen in der UNO mit Beobachtern, die sind beim ICC. Im IGH sitzt ja keiner von der Hamas, ne, in dieser Delegation. Andreas Zimmermann arbeitet der würde natürlich nicht für die Hamas arbeiten, aber für Ramallah schon. Wir kommen also dazu, erstmal, wer ist der legitime Vertreter und das Recht auf Widerstand gibt es schon. Und die Frage, die Sie ansprechen, das bewegt mich dauernd, weil das auch so ein Thema ist, was man in Deutschland kaum sagen kann. Das ist nämlich, wenn wir jetzt, verstehen Sie, die Engländer sagen, this cuts both ways, das hat zwei Seiten. Wenn ich sage, Israel darf das und das machen, also die ganzen Leute töten, weil das bewaffneter Konflikt ist, dann kann man natürlich auch sagen, jedenfalls Libanon auch, Libanon als Staat oder Iran. Wenn wir jetzt sagen, wir sind im bewaffneten Konflikt, dann gelten ja die Regeln für beide. Natürlich kann Iran völkerrechtlich gesehen militärische Ziele angreifen, natürlich kann der Libanon. Und wenn man jetzt sagt, Hisbollah handelt dann für Libanon, die libanesische Armee wäre ja nicht in der Lage dazu, aber Hisbollah als für das Völkerrechtssubjekt Libanon, natürlich dürfen sie das. Das ist ja reziprok. Es gibt eben nicht, wie es in Deutschland immer gesehen wird, ein Sonderrecht für Israel. Verstehen Sie, es ist ja gerade umgekehrt leider. Es ist ja nicht der Doppelstandard, der in dieser 3D-Formel beim Antisemitismus aussieht, sondern ist eigentlich der Standard, dass man Israel eine Sonderbehandlung zuerkennt, dass Israel irgendwie über dem Recht steht, dass über die Staatsräson, ne, geht. Aber wenn man das durchdenkt,
in dem Konflikt Iran-Israel, wie er jetzt ist, da gab es ja erstmal die Tötung eines Repräsentanten der Hamas in Teheran. Das muss man sich mal reinziehen. Was bedeutet das? Es gab vorher noch die Bombardierung der Botschaft in Damaskus. In Damaskus. Stellen Sie sich mal vor, hier kommt Erdogan her nach Berlin und die Kurden schießen den ab. In Berlin. Da würde erstmal die Bundesregierung sagen, was ist denn das? Souveränitätsverletzung. Ihr könnt doch nicht einfach. Also das ist ja quasi ein potenzierter Tiergartenmord. Verstehen Sie? Die Russen machen es richtig elegant. Das ist Targeted Killing. Sie killen jemanden im Tiergarten ohne Collateral Damage. Ja? Da wird der eine Typ gekillt, ja? Und der lässt sich auch noch fassen. Der Mann kriegt lebenslänglich. Gut, nachher tauschen wir ihn aus. Aber anders ist, ich schieße da eine Drohne rein, eine Bombe. Da sterben noch ein paar mehr Leute. Das ist gar nicht so targeted. Aber es ist auch immer eine Souveränitätsverletzung. Denn natürlich stimmt kein Staat zu, dass auf seinem Territorium irgendwelche Geheimdienste oder gar Militärs irgendwelche Leute töten. Ja, das ist ja völlig ein Unding. Das ist also eine Souveränitätsverletzung. Aber wenn wir das schon durchdenken, wenn wir im bewaffneten Konflikt sind in dem Szenario, dann kann Iran natürlich auch nach den Regeln des humanitären Völkerrechts, die dürfen da nicht irgendwie hunderte von Drohnen schicken in zivile Gebiete, aber natürlich. Übrigens, und das ist auch noch so eine Sache, die diskutiert wird international, in Foreign Affairs können Sie das lesen, aber hier lesen Sie das nie. Die Hamas hat am 7. Oktober auch militärische Ziele angegriffen. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Die Hamas ist über den berühmten Grenzübergang gegangen. Da gibt es auch Militärposten. Und eigentlich müsste man differenzieren. Ja? Natürlich, den Angriff auf dieses Musikfestival, die Entführung, alles nicht, überhaupt nicht diskutabel. Aber der Angriff militärischer Ziele an sich, wenn man in der Logik des bewaffneten Konflikts denkt, wenn man natürlich sagt, das ist eine nicht legitime Organisation, ja, wie Staaten natürlich so ihre internen Konflikte regeln und sagen, das ist ein Problem von Polizeigewalt, das ist eine nicht legitime Organisation, die darf das nicht. Aber wenn man in der Logik von Armed Conflict, ja, von der Symmetrie denkt, dann darf sie es eben schon, dann muss man ihr vorwerfen, ihr diskriminiert nicht, ihr verletzt den Unterscheidungsgrundsatz. Ja? Das ist schwierig. Ich hätte zwei Fragen. Eine Frage, die würde sich mal darauf beziehen, Sie hatten vorhin diese Analogie dargelegt, eigentlich Putin, der in die Mongolei gereist ist, da ist nichts passiert, man hätte ihn eigentlich festnehmen müssen, nach Südafrika ist er nicht gereist. Man nimmt jetzt mal an, der Haftbefehl geht durch von Netanyahu. Was wäre denn, wenn Netanyahu sich zum Beispiel nach Deutschland bewegen würde und Deutschland dann sich verhalten würde wie die Mongolei? Was wäre die Rechtsfolge für Deutschland? Und die zweite Frage? Die zweite Frage, die würde sich eigentlich aufs Recht im bewaffneten Konflikt beziehen und schließt ein bisschen an die andere Frage der Besucherin an. Sie hatten ja vorhin eigentlich dargestellt, dass es im bewaffneten Konflikt, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Verhältnismäßigkeit gibt. Also man kann ein militärisches Ziel, wenn man es sozusagen irgendwie militärisch begründen kann, kann man im Zweifel ein Krankenhaus oder eine Schule angreifen. Und Sie sagten, es müssen später Gerichte klären, ob das dann verhältnismäßig war. Dann würde ich mich jetzt auch mal fragen, derzeit sagen Sie, kann da keiner rein. Wie kann man also später als Gericht dann diese Beweislage klären? Und auch, wo verlaufen dann definitorisch eigentlich die Grenzen, was noch verhältnismäßig ist? Gibt es da völkerrechtlich eine klare Ansage? Gibt es da festgelegte Verhältnismäßigkeiten sozusagen? Sehr schwierige Fragen. Darf ich dazu eine Ergänzungsfrage stellen? Weil ich war davon ausgegangen und vielleicht bin ich dazu naiv und gutgläubig, dass Israel, also dass das israelische Militär nachweisen muss, dass sie diese Verhältnismäßigkeitsprüfung vor der Bombardierung unternommen haben. Weil sonst kann man ja gar nicht ermessen, ob das verhältnismäßig war. Also weder als Gericht noch als Militär. Dass sie das nicht tun, zeigt ja den ganzen Wahnsinn. Entschuldigung, aber irgendwo wird man dann auch sagen müssen, da geht es dann nicht mehr um Recht, sondern es geht schlichtweg um Macht und das ist das Furchtbare. Also das ist einer der Punkte, die ich da also für sehr problematisch halte. Übrigens gegen, wie gesagt, Netanyahu gibt es bisher keinen Haftbefehl, sondern das ist in der Prüfung. Gell? Ja, Sie geht jetzt davon aus, wir haben den Haftbefehl. Gut, also, soll ich es jetzt beantworten oder nicht? Jetzt hast du erst also gesagt, einer von, und jetzt eine oder einer von Ihnen soll das beantworten? Ja gut, also dann kann ich dann doch schnell beantworten. Also zu dem ersten Punkt haben wir auch in der FAZ was geschrieben. Da gab es ja die Reaktion, natürlich müssen wir Netanyahu aus unserer Sicht, ich sage mal Stefan Thalm und Andreas Paulus, Klaus Kress, da haben 7, 8 Leute geschrieben, ja, man muss ihn festnehmen.
Was die Mongolei gemacht hat, ist völkerrechtswidrig. Die Mongolei müsste in einem Feststellungsverfahren vor dem ISTGH von einer Kammer, muss festgestellt werden, so müsste es laufen. Ja? Das muss die Anklagebehörde muss das in Bewegung setzen. Das soll auch irgendwas laufen, höre ich. Und dann würde eine Kammer feststellen, das ist völkerrechtswidrig. So war es im Jordanien-Fall mit al-Bashir, der eben nicht festgenommen wurde. Und dann müsste es zur Vertragsstaatenversammlung gehen, also die Staaten, die den ISTG ausmachen, und die könnten theoretisch Sanktionen verhängen, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber das wäre der juristische Weg, also ein Vertragsstaat, das römische Statut, der das Statut verletzt, kann letztendlich sanktioniert werden, wenn durch ein Feststellungsurteil einer Kammer festgestellt wird, es gibt eine Verletzung des Statuts. Und die zweite Frage ist... Darf ich einen Satz dazu ja? noch sagen? Aber die Bundesregierung hat ja ganz klar gesagt, sie wird sich an Recht und Gesetz halten, auch in der Frage der Haftbefehle. Ja, ja, und ich bin auch nicht... Daran erinnern wir sie dann auch. Ja, 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 genau. Ich glaube auch nicht, dass ich würde ja auch nicht so weit gehen, dass die unterminieren. Ich glaube auch, die Diskussion hatten wir eigentlich. Aha. Man darf auch nicht auf die Goldwaage legen, was irgendwelche Politiker sagen, die wirklich keine Ahnung haben. Herr Kiesewetter zum Beispiel, es ist jetzt egal, es ist jetzt nur ein Beispiel, Sie können irgendeinen nehmen, Michael irgendeiner Roth. Partei. Nehmen Sie doch auch Michael Roth dazu. Kiesewetter sagt... Warum sollen Politiker besser sein als andere Leute? Jetzt lassen Sie doch mal sagen, was der Kiesewetter... Oder Wissenschaftler. Also Kiesewetter sagt zum Beispiel, nach dem Netanjahu-Haftbefehl-Antrag, warum wird gegen Syrien nichts gemacht? Ja, weil das keine Zuständigkeit gibt, ganz einfach. Das ist eine unsachliche Aussage, das ist nicht die Schuld des ISTGH, die sind einfach nicht zuständig für Syrien. Aber jetzt nochmal zu der Frage, Artikel 51, erstes Zusatzprotokoll, da ist das ja geregelt. Es ist eben eine Ex-ante-Prüfung. Ich sage das jetzt mal, Advocatus Diaboli, aus militärischer Sicht. Sehen Sie mal den Military Commander, der im Moment einen Angriff plant, der muss ex-ante überlegen, erstens, ist dieses Ziel militärisch, weil dort Hamas-Kämpfer sind, ein Tunnel ist und so weiter. Der kann das ja nur über seine Geheimdienstinformationen haben. Vielleicht hat er Satellitenbilder oder was weiß ich. Und wir müssen natürlich, wenn wir das später ex post facto judiziell bearbeiten, müssen wir uns in die Ex-ante-Position versetzen und nicht with the benefit of hindsight später... Das muss dokumentiert werden und Sie müssen sich die Akten vorlegen. Ja, ja. Aber es ist ja schwierig, man muss es auch mal anerkennen. Also natürlich. Verstehen Sie, in der Logik des Bewaffnungs, Völkerrecht ist Völkerrecht ist Recht von Staaten und das ist auch ein grausames Recht. Ja, das Völkerrecht erlaubt ja die Tötung von Personen und erlaubt Kollateralschäden. Das steht ja im Zusatzprotokoll 1 und die Prüfung ist eben ex ante und es gibt kein Clear-Cut Proportionality, aber auch im Verfassungsrecht nicht. Ja, das auch im Polizeirecht nicht. Es ist immer Case by Case und Sie können nicht sagen, ich sage jetzt mal ganz zynisch, Sinwa zählt für 50 Zivilisten. Ja, das wäre die Rechnung. Sie können das so nicht sagen. Sie können nicht sagen, ich darf 50 Zivilisten töten, weil Sinwa die Nummer 1 ist, der wichtigste Mann. Aber Sie können sagen, wenn das militärische Ziel besonders wichtig ist, dann kann ich natürlich mehr Collateral Damage in Kauf nehmen, als wenn ich irgendwie 3 Militants of Hamas, also so Foot Soldiers, da töte. Das ist schon ein Kriterium, aber Sie können es nicht mathematisch fest sagen. Es ist immer Case by Case und es ist immer ex ante. Und natürlich trägt Israel die Beweise, dass natürlich müsste Israel dann sagen, was sie ja auch versuchen zu tun, wenn sie sich beteiligen. Israel hat jetzt auch zum ISTGH-Verfahren den Amicus Curius eine eigene Submission gemacht, die jetzt veröffentlicht wurde, die wir gerade diskutieren in der Szene. Und also es ist nicht so, dass es Israel, das sind ja schlaue Leute, die haben gute Juristen. Das ist nicht so, dass da keine Argumente existierten. Und die Frage ist leider nicht so klar zu beantworten. Es kommt immer auf den konkreten Fall an. Darf ich einfach noch mal darauf hinweisen, das Interessante an der Geschichte ist, und das ist, glaube ich, ein politisches Risiko, weil ich glaube, dass das Völkerrecht und die Judizierung irgendwann mal eine Grenze hat, die Sie gerade aufgezählt haben. Aber das Risiko liegt in der Tat drin, dass Sie das dokumentieren müssen und dass es vorher passieren muss, was in aller Regel nicht passiert. Woher kommt das? Das kommt daher beispielsweise, ich erinnere an den Fall, dieses Verfahren gegen Heckler und Koch, Waffen, Mexiko, Endverbleibsklausel.
die müssen Sie heute alle vorlegen. Und das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Ministerialbeamte übrigens auch in Israel die Sorge haben, dass sie zumindest eine Rechtmäßigkeitsprüfung mit plausiblen Argumenten vorgenommen haben und beweisen können, weil an solchen Dingen kann es dann liegen. Allerdings, und das ist jetzt auch wieder ein Punkt, nur dann, wenn sich die Öffentlichkeit darum kümmert und wenn sie Medien haben, denen das wichtig ist. Nur dann. Und sie müssen ein paar Whistleblower haben. Das ist jetzt, weil wir müssen wirklich zum Ende kommen, das sind jetzt die letzten drei Fragen. Jossi, du und dann eine jüngere Frau da hinten, genau, und dann ganz hinten an der Wand. Ich bitte um kurze Fragen und noch kürzere Antworten. Dann sind das die vier letzten Fragen. Okay. Die Veranstaltung heute heißt Völkerrecht und Staatsräson auch. Ne? Und ich meine, es gibt die Straftaten, die ganz klar sind, die so im Krieg passieren. Das können Demokratien machen oder Nicht-Demokratien. Die Entscheidung oder das Gutachten von dem Internationalen Gerichtshof darüber, dass eigentlich das Verbrechen von Apartheid oder rassischer Segregation in von Israel besetzten Gebieten stattfindet. Das eigene, und das, dieses Verbrechen ist nicht ein Verbrechen, das passiert und endet und dann irgendwie, sondern es ist eigentlich eine Realitätbeschreibung, die auch leider, wie wir die politische Situation gerade jetzt auch zu bewerten haben, weiterhin geht in den nächsten Jahren. Und was sagt diese eigentlich Rechtsgutachten, dass diese Stadt vielleicht nicht eine Apartheidstadt ist, aber eine Stadt mit Apartheid, egal wie man das irgendwie bewerten will. Und was bedeutet das, dass dieser Rechtsbruch, dieser kontinuierliche Rechtsbruch mit dem Staatsräson zusammenkommt? Und was das auch für uns in Deutschland bedeutet, mit diesem Staat überhaupt in Kontakt zu sein? Das wäre meine Frage. Dann war... Meine Frage geht an Frau Asseburg, gegebenenfalls aber auch an alle, weil Sie vom Image Change von Deutschland im globalen Süden gesprochen haben. Interessiert mich, ob Sie Erfahrungen, Hintergrundgespräche haben mit Menschen in Deutschland, was einen möglichen Image Change der deutschen Politik und Position anbelangt. Es gibt viele Äußerungen von einem Vertrauensbruch gegenüber der deutschen Bundesregierung, das Gefühl, gerade von arabischen Menschen und Muslimen, dass sie unter den Bus geworfen werden, salopp gesagt. Und gleichzeitig schaue ich irgendwie Thüringen dabei zu, wie die AfD stärkste Kraft wird. Also meine Frage ist, glaube ich, was ist die Prognose und die langfristigen Auswirkungen, die die aktuelle politische Positionierung Deutschlands mit sich bringen kann? Ja. Jossi, wir machen kurz diese beiden, eure beiden Fragen und danach machen wir Fenster und Treppe als die letzten Fragen. Bitte. Ich habe zwei kurze, konkrete Fragen hoffentlich. Die eine Frage richtet sich, Sie sagten vorhin, dass Akteure, die im militanten Sektor sind, definitiv legitime Ziele sind, egal wo sie sich gerade befinden. Habe ich die Fragen vergessen. Okay, ich mache die andere Frage und zwar geht es um die Hannibal-Direktive. Und zwar gibt es ja entsprechend Informationen, die auch in verschiedenen internationalen Presse dargelegt worden sind, dass Israel die Hannibal-Direktive angewandt hat, sodass Menschen, die nach Gaza als Geisel entführt werden sollten, getötet worden sind. Wie sehen Sie das sozusagen aus rechtlicher Sicht? Und jetzt noch zu dem Thema, was ich gerade eben vergessen hatte. Und zwar nochmal zurück, Sie sagten vorhin, Akteure, die einer militanten Organisation angehören, sind legitime Ziele. Wie sehen Sie das am 7. Oktober, dass dort nicht nur an den Militärstützpunkten Menschen getötet worden sind, die entsprechend in der Funktion wirklich dort Militär waren, sondern in den Kibbuzim auch Reservisten. Was sind das für Sie? Dankeschön. Warte mal, Mario. Warte mal. Ich würde das jetzt gerne kurz beantworten lassen. Also das erste war die Frage nach Apartheid als fortgesetzter Realität. Also, ja. Wollen Sie? Ja. Es ist nicht so klar, leider Gottes, wie in der Frage impliziert, denn die Hauptmeinung des IGH-Gutachtens
Er sagt nur, es gäbe eine Verletzung von Artikel 3 der Antirassismus-Konvention und da steht eben drin, Segregation and Apartheid. Und das ist ein Streit in den Dissenting Opinions. Also ich rate Ihnen, lesen Sie mal die Opinion von Herrn Nolte, also hier Humboldt-Universität, dem deutschen Richter, und die von Kladi aus Südafrika. Die kommen zu gegensätzlichen Ergebnissen. Diese Formulierung ist dem Umstand geschuldet, dass in solchen internationalen Gerichten, wo ja, das sind ja 14 Richter aus der ganzen Welt, will man natürlich eine solide Mehrheit haben. Und deswegen feilschen sie natürlich auch über Formulierungen. Und damit die Richter dem alle zustimmen können, sie haben ja, wenn sie in dem Operative Part von dem Gutachten, haben sie ja verschiedene Entscheidungen. Da steht dann immer 14 zu 1 oder 12 zu 3 oder so. Und es gibt Fälle, wo die ganz klar, wo man merkt, wenn man sowas liest und sowas kennt, da haben die einen Riesenstreit gehabt. Und deswegen kommen die zu einer Formulierung, wo viele das mittragen können. Das ist ähnlich wie eine diplomatische Verhandlung. In Rom hatten wir das ja auch. Also wenn man eine diplomatische Konvention macht. Und das ist dann das Schöne bei diesen internationalen Gerichten, anders als bei deutschen Gerichten, abgesehen vom Bundesverfassungsgericht, dass sie ja Dissenting Opinions haben. Und dann können sie aus denen, können sie dann dechiffrieren, was die eigentlich genau meinten. Und die haben eben nicht klar gesagt, das ist ein Apartheid-Staat. Aber wir haben einige Kollegen, Viktor Kattan zum Beispiel, der hat im Verfassungsblog das zum Beispiel beschrieben. Einige Kollegen haben sich damit genau auseinandergesetzt, wie das zu interpretieren ist. Ich glaube, worauf man noch hinweisen sollte, ist natürlich, dass die politische Wahrnehmung, was Apartheid ist, sich nicht vollständig mit der deckt, was die juristische Bedeutung von Apartheid ist. Und daher kommt es natürlich auch. Es gibt sehr viele Leute, die kennen diese juristischen Differenzierungen nicht, sondern sehen, was da eigentlich passiert. Ich sage gern was zu der Frage nach den Auswirkungen dieser Situation auf Deutschland und auf Deutschlands Beziehungen zu anderen Ländern, beziehungsweise zwischen deutschen Durchführungsorganisationen und Zivilgesellschaft in anderen Ländern. Ich glaube, wir sehen in all diesen Bereichen Auswirkungen und wechselseitige Entfremdung. Und die größte Sorge macht mir tatsächlich die Situation in Deutschland selbst, weil ich das Gefühl habe, wir haben noch nie so eine starke Entfremdung gehabt, insbesondere zwischen herausragenden Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Politik und Menschen mit palästinensischem, arabischem, muslimischem Hintergrund. Und ich sehe nicht, dass wir dabei sind, das auf irgendeine Art und Weise konstruktiv zu bearbeiten, sondern dass diese Entfremdung immer weiter zunimmt und nicht nur zwischen Politik und der gesellschaftlichen Ebene, sondern auch zwischen verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft, ja, dass wir da eine zunehmende Entfremdung haben. Und ja, hier sehe ich ganz, ganz großen Handlungsbedarf auf der gesellschaftlichen Ebene. Und ich würde mir wünschen, dass hier sehr viel mehr, und da sind wir wieder bei den Punkten, die Sie auch genannt haben, ja, Medien, Öffentlichkeit, aktiv werden, um diese Räume zu schaffen, wieder gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und das heißt auch, dass wir nicht reingehen in Gespräch mit lauter Sprach- und Denkverboten, sondern erstmal die andere Seite mit ihren Sorgen, mit ihren Bedürfnissen annehmen und dann uns darüber auseinandersetzen. Sagst du was zu Hannibal noch? Sag du was zu Hannibal. Zu dem nächsten. Das andere. Ja. Ich sag vielleicht noch einen Satz zu Hannibal. Ja. Also nach allem, was ich weiß, ist bislang tatsächlich nicht klar, ob die Armee diese Direktive benutzt hat. Man müsste vielleicht erklären, dass das eine Direktive der israelischen Armee ist, dass im Falle der Gefahr von Gefangennahme von Soldaten, das bezieht sich auf Soldatinnen und Soldaten, dass wenn man die Gefangennahme, die Geiselnahme nicht verhindern kann, dass es besser ist, die eigenen Soldaten zu töten, als sie gefangen zu nehmen. Ob das am 7. Oktober angewendet worden ist und ob es vor allem erweitert worden ist auf Zivilistinnen und Zivilisten, ist meines Wissens so nicht klar und wird Teil
eine Aufarbeitung sein müssen, die ja bislang in Israel noch überhaupt nicht stattgefunden hat, über das, was am 7. Oktober passiert ist, wo das ganze Versagen von Staatsapparat, von Militär, von Geheimdiensten und von politischer Führung liegen. Zu der Frage der Verhaltensänderung innenpolitisch, wie Sie, stimme ich Ihnen völlig zu. Meiner Ansicht nach muss die Bundesregierung, wenn sie den enormen Vertrauens- und Goodwillverlust auch in weiten Bereichen, weit über die arabische Welt hinaus, sieht, ihre Politik verändern. Allerdings darf man natürlich auch eins nicht vergessen. Es gibt sehr viele, auch gerade Länder des Südens, auch im Bereich Arabien, wo sie einen erheblichen Unterschied zwischen dem, was Regierungen machen und sagen, und dem, was die Bevölkerung im Augenblick sagt oder meint, hat. Und das wird dann natürlich auch gerne, je nachdem, wie sie es gerade brauchen, genutzt. Ja. Das war noch die eine, wenn ich die letzte Frage, die auch nochmal sehr spezifisch ist, die Frage mit diesen legitimen Zielen. Also ich müsste noch mal ergänzen. Also das gilt immer nur, wenn Sie einen bewaffneten Konflikt haben. Das ist das Problem. Das übrigens auch bei Hania, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, denn man kann ja nur Leute töten nach dem Recht des bewaffneten Konflikts, wenn es einen bewaffneten Konflikt gibt. Und man müsste also argumentativ sagen, ganz nach strikter Lehre, ich habe eben auch einen bewaffneten Konflikt, der reicht bis in den Iran oder bis nach Syrien und deswegen darf ich dort diese Leute auch töten. Vor 7. Oktober hatten wir keinen bewaffneten Konflikt zwischen Israel und Hamas, sondern der kam dann durch den 7. Oktober und deswegen konnten sie nicht die, konnten sie natürlich Zivilisten und Leute in Kisubin, Reservisten sowieso nicht töten, aber es hängt immer an dem bewaffneten Konflikt. Und ich möchte das nochmal klar machen, es hängt alles mit dem 11. September zusammen, daher kommt das ja alles. Also vorher waren wir ja viel restriktiver, auch mit dem Gewaltverbot. Das kommt ja von Al-Qaida, diese Überlegung der Amerikaner, die gesagt haben, wir haben einen weltweiten Krieg gegen den Terror. Und das bedeutet, ich kann in jedem Land jedes Al-Qaida-Mitglied töten. Und deswegen wurde Osama Bin Laden in Pakistan getötet. Es gab ja keinen bewaffneten Konflikt zwischen USA und Pakistan, sondern man hat gesagt, das darf man. Das ist quasi eine Extension unseres Konflikts mit einem Non-State Actor, der eben weltweit agiert. Der ist eben nicht auf ein Territorium festgelegt. Und dagegen ist das Argument von vielen, auch ich halte das für zu weitgehend, dass bewaffnete Konflikte sind ja immer erstmal territorial. Also sie haben einen territorialen Schwerpunkt und dann gibt es einen Spillover. Und das, würde ich sagen, kann man noch. Also wenn ich zum Beispiel sage, die Hamas sitzt jetzt im Gazastreifen und ich bekämpfe die im Gazastreifen und die gehen jetzt in den Libanon oder die gehen irgendwie in ein anderes Land und dann, und Nachbarland, da liegt es besonders nah, dann kann ich die natürlich verfolgen und kann sie dort auch töten. Aber wenn jetzt die Hamas morgen, also man kann es ja kaum sagen, wenn die Asyl bekommen würden in Deutschland, also das ist ja fast ein No-Go, aber denken wir es mal einfach durch und dann sitzt so einer von denen hier im Publikum, ja, so ein Hamas-Militanter, der so ein richtiger Kämpfer, und dürften dann die Israelis, nach der Logik der Amerikaner, die die Israelis ja fortführen, dürften die den hier take him out, die würden den erschießen können. Also entweder indem sie hier eine Bombe reinschmeißen, wir sind collateral damage, oder sie würden ihn, wenn sie rausgehen, wie die Russen Tiergartenmord, gezielt töten. Zulässigerweise, weil sie sagen, in dieser Logik der Extension, das ist ein weltweiter Krieg, und wenn Sie die Israelis fragen, die Hardcore-IDF und Netanyahu, die sagen natürlich, wir schlagen zu überall. Also verstehen Sie, das ist natürlich eine Konsequenz, die kann man ja nicht akzeptieren. Das würde ja bedeuten, also überall, wo diese Menschen, die Sie als Terroristen bezeichnen oder die wir jetzt Fighter nennen, einer bestimmten Gruppe, nennen Sie Hamas, morgen ist es die Gruppe Müller, Milch oder so. Und die dürfen wir bekämpfen, überall wo die sind. Das muss man sich mal reinziehen, wenn man das umkehren würde. Also nicht also vom globalen Süden, wenn man jetzt denkt, eine deutsche terroristische Gruppe, ja, die in andere Länder geht und jetzt würden wir sagen, wir gehen in diese ganzen Länder und killen diese ganzen Terroristen dieser Gruppe. Ja, also das ist ja eine Ausdehnung, das hat nichts mehr mit der Grundidee eines bewaffneten Konflikts zu tun, wo das IKR sogar sagt, maximal, okay, du kannst einen Spillover haben bei Afghanistan nach Pakistan in dem Moment, wo es einen heißen Konflikt gibt, aber du kannst das nicht weltweit ausdehnen. Das führt ja zu einem Chaos. Dazu gibt es übrigens einen
richtig guten Bericht aus dem Jahr 2007 der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, die sich genau mit diesen Fragen sehr im Detail beschäftigt hat, zu den gleichen Ergebnissen kommt. Damals waren ja noch die CIA-Flüge und die Extralegal Killings alle da mit drin. Also das lohnt sich manchmal auch, solche Berichte mal wieder zu lesen. Letzte Frage, Treppe. Danke. Ich war am Zögern, ob ich meine Frage stellen soll, weil es ein bisschen schwierig sein wird, meine Gedanken zu formulieren. Aber nur als Hintergrund oder Kontext. Ich bin auch Juristin, spezialisiert im Bereich bewaffnete Konflikte. Und ich finde es natürlich einerseits sehr schön, dass sich im letzten Jahr jetzt so viele Menschen für das Völkerrecht und das Kriegsvölkerrecht interessiert haben. Aber ich habe auch immer wieder ein schlechtes Bauchgefühl bekommen, insbesondere in den ersten Monaten nach dem 7. Oktober, wo viele mir gesagt haben, ah ja, nee, aber das ist okay unter dem Kriegsvölkerrecht und ja, und man kann das noch gar nicht alles einschätzen und jeder ist plötzlich Spezialist oder Spezialistin geworden. Und ich will gar nicht sagen, dass ich das jetzt besser einschätzen kann, aber das Kriegsvölkerrecht wurde im letzten Jahr einfach sehr viel auch so als Legitimisierung verwendet. Und da stelle ich mir die Frage, wie wir damit effektiver umgehen können, weil es ist ja im Endeffekt einfach wirklich nur das Minimum. Und wie wir auch als Juristinnen, aber auch als PolitikerInnen, als was auch immer, wirklich diese Balance finden können zwischen, es gibt diese rechtlichen Standards, aber auch, dass wir nicht vergessen dürfen, dass nur weil es etwas vielleicht rechtens ist, es längst noch nicht okay ist. Und das, ja, wie wir damit umgehen sollten. Da kommt jetzt als Schlusswort von Moreno Ocampo, Krieg ist das größte Menschheitsverbrechen. So ist es und so wird es immer mehr. Gell? War das das Schlusswort? Nein, ach was, ja. Ich mache jetzt einen kleinen Werbeblock. Gell? Und zwar gucken Sie sich den Brief War and Justice an, wo die Persönlichkeit von Moreno Ocampo beschrieben wird, so wie er auch war. Und wo aber natürlich genau diese Frage, wo führt das eigentlich alles hin? Das war vor dem 7. Oktober. Gell? Auch thematisiert wird mit der Überlegung, wo sind denn da eigentlich Grenzen? Kann man das überhaupt so, wie Sie es jetzt gerade, vielleicht fällt Herrn Ambos was ein, das Völkerrecht so verändern, wo es nur um pure Machtausübung geht und um gar nichts anderes? Und, oder muss man dann einfach sagen, wir brauchen ein Durchsetzungsgremium, wo derartige, nicht nur Angriffskriege à la Putin, sondern derartige Kriege, und zwar völkerrechtswidrige Einsätze, einfach verhindert werden, schlichtweg verhindert werden. Die gibt es im Moment nicht, muss man einfach sagen. Also, darf ich noch mal eins, weil die Frage beschäftigt ja, die Ethik und die Diskussion über Just War Theory und so und die zum Beispiel Albin Eser, der war ja einer meiner Lehrer, den kennen vielleicht einige hier im Raum, hat ja in 4 Aufsätzen sich mit der Frage befasst, ob man das so hinnehmen kann, dass das sogenannte humanitäre Völkerrecht die Tötung von Personen erlaubt. Das war gegen sein Verständnis von Humanität. Er war ja ein sehr humaner Mensch und hat immer so menschengerechtes Strafrecht und das ist also die Frage, die in Ihrer Frage jetzt im Hintergrund ja steht. Gibt es nicht Grenzen der Ethik, die dann wichtiger sind? Das Problem ist damit, auch das geht in beide Richtungen. Ich habe ja mit Herrn Wolfson ziemliche Diskussion gehabt, der sagt das ja auch, aber eben im anderen Sinn. Der sagt dann zu mir, ich sei ein Positivist, weil ich sage, die IDF müsse sich ans Völkerrecht halten. Und wenn ich dann sage, das ist unverhältnismäßig, dann sagt er, das ist purer Positivismus. Es geht hier um die Moral. Und die Moral ist natürlich bei Israel, aus Sicht Wolfsons. Ja, also der würde einfach sagen, die haben halt die Moral und deswegen dürfen sie das alles. Also Staatsräson ist das eigentlich. Und ich bin schon der Meinung, dass das Völkerrecht, das Recht allgemein, in solchen Debatten eine Regelungsfunktion hat. Also mein Kollege Heinig hat das mal ausgedrückt in der Zeit über diese Antisemitismusdebatte. Also diesen Aggregatzustand, in dem wir Diskussionen führen, gerade in dem Bereich, mal ein bisschen cool down, also versuchen wir mal zu rationalisieren, diese Debatte. Wir haben alle irgendwie Emotionen, selbst Leute, die jetzt nicht beteiligt sind. Ich bin ja nicht beteiligt, weil ich kein Opfer bin, kein Täter jetzt in dem Fall, in diesem Konflikt. Aber alle haben Meinungen und die Opfer und Täter sind natürlich extrem emotionalisiert. Und welche Rolle kann da das Recht spielen? Das Recht kann vielleicht rationalisieren und kann
uns in einen zivilisierten Diskurs bringen. Das war ja heute Abend so, wobei wir natürlich hier niemanden hatten, der die harte Position, wenn jetzt hier Herr Wolfson gesessen hätte zum Beispiel oder Vertreter der israelischen Botschaft, da wäre das vielleicht anders gewesen. Aber ich denke, das Recht hat da schon eine Rolle und wir sind ja auch ein Land, was das Recht hochhält. Also es ist ja man muss die Bundesregierung halt einfach daran festhalten und immer wieder daran erinnern, dass das dann eben, muss natürlich Konsequenzen haben, eben dann auch im Verhältnis zu Israel. Dann ist es so. Genau, so sei es, so sei es. Vielen Dank an meine Gäste, Herr Schadolbler-Gmelin, Muriel Asseburg, Kai Ambos. Vielen Dank für die lange Ausdauer und die Aufmerksamkeit.